Kapitel 1 von Der tote Gast. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der tote Gast von Heinrich Zschokke. Kapitel 1. Die Thusnelde. Einer meiner Freunde, er hieß Waldrich, hatte die hohe Schule kaum seit 2 Jahren verlassen und sich in einer Provinzialhauptstadt als überzähliger und unbesoldeter Gerichtsassessor oder dergleichen herumgetrieben, da eben in die Posaunen des Heiligen Krieges gestoßen ward. Es galt die Befreiung Deutschlands vom Joche des französischen Eroberers. Ein frommer Eifer bemächtigte sich alles Volkes, wie man weiß. Freiheit und Vaterland war das Feldgeschrei in Städten und Dörfern. Tausend und tausend Jünglinge flogen freudig zu den Fahnen. Es galt Deutschlands Ehre und die Hoffnung, auch dann auf Hermanns Boden vielleicht ein edleres Leben zu finden, in gesetzlich geregelten, des gebildeten Zeitalters würdigeren Verhältnissen. Mein lieber Waldrich hatte in dem frommen Eifer und der schönen Hoffnung seinen guten Teil. Kurz, er empfahl sich seinem Gerichtspräsidenten zu Gnaden und wählte statt der Feder das Schwert. Weil er noch nicht das volle Alter gesetzlicher Mündigkeit besaß, schrieb er, da er keine Eltern mehr hatte und Reisegeld doch in allen Fällen wohltut, seinem Vormund um die Erlaubnis, den Zug fürs Vaterland mittun zu dürfen, und er suchte um 100 Taler Reisegeld. Sein Vormund, Herr Bantes, ein reicher Fabrikherr in der Stadt oder Städtchen Herbesheim an der Ahr, der ihn, wenn man so sagen will, erzogen hat, Waldrich hatte nur als Knabe bis zur Hochschule bei ihm im Hause gelebt, Herr Bantes war ein alter, wunderlicher Herr. Dieser schickte ihm einen Brief mit 15 Louisdor in Gold, folgenden Inhalts. »Mein Freund, wenn Sie noch in Jahren älter sind, können Sie über sich und den Rest Ihres Vermögens nach Belieben verfügen. Bis dahin bitte, dero Zug fürs Vaterland einzustellen und Ihren Geschäften zu obliegen, um einst Amt und Brot zu bekommen, denn das wird Ihnen sehr nötig sein. Ich weiß, was ich meiner Pflicht und dero Vater, meinem Freunde, selig schuldig bin. Lassen Sie endlich Ihre Schwindeleien alle einmal fahren und werden Sie solid. Ich schicke daher keinen Kreuzer. Bleibe dero und so weiter.« Die in ein Papier gewickelten 15 Louisdor standen mit diesem Briefe in seltsamen, doch gar nicht unangenehmem Widerspruch. Waldrich hätte sich ihn noch lange nicht und vielleicht nie erklärt, wäre sein Blick nicht auf das zu Boden gefallene Papier geraten, worin das Geld eingeschlagen gewesen. Er nahm es. Es hieß, »Lassen Sie sich nicht abschrecken. Ziehen Sie hinaus für die heilige Sache des armen deutschen Landes. Gott schütze Sie. Dies wünscht Ihre ehemalige Gespielin Friederike.« Diese Gespielin Friederike war nun keine andere als die junge Tochter des Herrn Bantes. Der Himmel weiß, wie sie zum Briefversiegeln ihres Vaters gekommen war. Waldrich stand ganz begeistert da, mehr über das Heldenherz des deutschen Mädchens als über das Gold entzückt, das Friederike vermutlich aus ihrem eigenen Sparhafen dazugelegt hatte. Er schrieb auf der Stelle nach Herbesheim an einen Freund, schloss ein paar dankende Zeilen für das kleine Mädchen ein. Er hatte ganz vergessen, dass das kleine Mädchen wohl seit 4 Jahren etwas gewachsen sein konnte, und nannte es sogar seine deutsche Thusnelde und wanderte stolz, wie ein zweiter Hermann, dem Rheine und den Heeren zu. Ende von Kapitel 1, gelesen von Hokus Pokus. Kapitel 2 von Der tote Gast von Heinrich Zschokke. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Das Inkognito. Ich möchte hier gar nicht umständlich Waldrichs Hermannstaten erzählen. Genug, er war dabei, wenn's galt. Napoleon ward glücklich entkaisert und nach Elba geschickt. Waldrich kehrte nicht zurück, wie die übrigen Freiwilligen, sondern ließ sich gefallen, als Oberleutnant in ein Linieninfanterieregiment zu treten.
Das Leben gefiel ihm im Felde besser als hinter den Aktenschanzen der staubigen Schreibstube. Sein Regiment machte auch den zweiten Zug gegen Frankreich mit und kehrte endlich, nach vollbrachtem Werk, unter Paukenschlag und Sing und Sang in die Heimat zurück. Waldrich, der in zwei Schlachten und mehreren Gefechten gestritten hatte, war so glücklich gewesen, ohne alle Wunden davon zu kommen. Er schmeichelte sich, als einer der Vaterlandshelden, zur Belohnung bald vorzugsweise eine bürgerliche Anstellung zu erhalten. Er war beim Regiment wegen seiner Liebenswürdigkeit und vielen Kenntnisse sehr geachtet. Allein mit der Anstellung ging es nicht so schnell, als er hoffte. Es waren zu viele Söhne und Vettern von Geheimräten, Präsidenten und so weiter zu versorgen, die so klug gewesen waren, andere in den Heiligen Krieg ziehen zu lassen, aber für ihre Person zu Hause zu bleiben. Auch hatten sie wohl vor ihm das Ansehen der Geburt voraus, denn Waldrich stammte nur von bürgerlichen Eltern. So ließ es sich nicht ändern. Er blieb Oberleutnant, und umso lieber, weil ihm Herr Bantes, sein gewesener Vormund, längst den winzigen Rest seines väterlichen Erbteils ausgehändigt hatte und dieses längst schon zu allen Heiden ausgewandert war. Er trieb sich also in der Besatzung umher, machte in den Wachstuben Gedichte und auf den Paraden philosophische Betrachtungen. Dies gab ihm bittere Langeweile, bis einmal die Truppen verlegt wurden. Da traf es sich ganz unerwartet, dass seine Kompanie Befehl erhielt, nach Herbesheim in Besatzung zu gehen. An der Spitze seiner Kompanie, denn der Hauptmann, ein reicher Baron, war auf Urlaub, rückte er als Kommandierender in sein Vaterstädtchen ein. Oh, wie ward ihm beim Anblick der zwei schwarzen, hochgespitzten Türme und des alten, wohlvertrauten, grauen Torturms. Vor dem Rathaus schwieg die Trommel. Ein paar Ratsherren brachten die Quartiersbillets. Der Kommandierende, versteht sich, ward ins Vornehmste, das ist ins reichste Haus der Stadt einquartiert, also auch zu Herrn Bantes. Angenehmeres hätte ihm der gesamte löbliche Stadtrat nicht erweisen können. Die Kompanie schied gar vergnügt auseinander, denn es war um die beliebte Mittagsstunde und die ehrsame Bürgerschaft, von der Einquartierung zeitig belehrt, hatte sich auf den Empfang der neuen Gäste vorbereitet. Waldrich, der die beiden Ratsherren noch von seiner Knabenzeit her wohl kannte, bemerkte, dass er ganz unkenntlich geworden sein müsse, denn sie behandelten ihn fremd und ehrerbietig und führten ihn, obwohl er es ablehnte, selbst zum Hause des Fabrikherrn. Hier empfing ihn Herr Bantes ebenso fremd und führte ihn gar höflich in ein sehr artiges Zimmer. »Herr Kommandant«, sagte Herr Bantes, »dieses und die anstoßenden Zimmer hatte auch Ihr Vorfahre, nehmen Sie vorlieb. Machen Sie sich's bequem, und dann erwarten wir Sie zum Essen und dergleichen. Tun Sie, als wären Sie zu Hause.« Unseren Waldrich belustigte sein unerwartetes Inkognito. Er nahm sich auch vor, es erst bei irgendeiner passenden Gelegenheit aufzugeben, um dann die Überraschung zu vermehren. Sobald er die Kleider geändert hatte, ward er zu Tische gerufen. Er fand da, außer Herrn Bantes und dessen Gemahlin und einigen alten Schreibern und Fabrikaufsehern, die er noch alle recht gut kannte, auch ein junges Frauenzimmer, das er nicht kannte. Man setzte sich. Man sprach vom Wetter, vom heutigen Tagesmarsch der Kompanie, von dem Bedauern der ganzen Bürgerschaft, dass die bisherige Garnison, mit der man ungemein zufrieden gewesen wäre, in eine andere Stadt verlegt worden sei. »Ich hoffe indes«, sagte Waldrich, »Sie werden mit mir und meinen Leuten nicht unzufrieden sein. Lassen Sie uns nur heimisch werden bei Ihnen.« Um nun heimisch zu werden, war es natürlich, dass der Kommandant, der sich schon gewundert hatte, dass seine Jugendgespielin Friederike im Hause fehlte, der er immer die 15 Louisdor schuldig geblieben war, dass er, sag ich, seine Wirtin fragte, ob sie keine Kinder hätte. »Eine Tochter«, antwortete Frau Bantes und zeigte auf das junge Frauenzimmer, das bescheiden die Augen zum Teller niedersenkte. Waldrichs Augen aber gingen voller Verwunderung über Gebühr weit auf. »Hilf, heiliger Himmel, welch ein höheres Wesen ist das kleine Riekchen geworden!
So rief Waldrich nun eben nicht, aber er dachte es doch bei sich, wie er jetzt die Bescheidene aufmerksam ansah. Er sagte den Eltern etwas Verbindliches, so gut er es in der ersten Bestürzung aufzubringen wußte, und war herzlich zufrieden, als der alte Papa rief: »Noch einen Löffel Soße und dergleichen zu Ihrem trockenen Braten da, Herr Kommandant?« Frau Bantes sprach von einem Sohne, der ihr schon früh als Kind gestorben war, und noch immer sprach sie mit bewegtem Mutterherzen. »Lass gut sein, Mama«, rief der Papa. »Wer weiß, er wäre am Ende vielleicht auch ein Windbeutel und dergleichen geworden, wie der Georg.« Jetzt war die Reihe an Waldrich, die Augen bescheiden auf den Teller niederzusenken. Denn mit dem Windbeutel Georg meinte man keinen anderen als seine eigene Wenigkeit. »Aber wissen Sie denn, Papa, ob Georg wirklich ein Windbeutel geworden, wie Sie sich vorstellen?« sagte Friederike. Die Frage erwärmte den Kommandanten durchdringender als das Glas alten Burgunders, das er eben angesetzt hatte, um seine Verlegenheit zu verbergen. In der Frage lag noch eine Spur ehemaliger Jugendfreundschaft, die nicht ganz vergessen zu sein schien. Eine solche interessante Frage, die über so interessante Lippen floss, und zwar mit einer so weichen, herzrührenden Stimme gefragt, konnte billig als Honigseim gelten, dem armen Waldrich die bittern Pillen zu versüßen, die Herr Bantes in vollem Maß spendete. Denn dieser erzählte, um sein Urteil zu rechtfertigen, dem Gaste, als wenn der nun Schiedsrichter sein sollte, dessen eigene Lebensgeschichte von der Wiege an bis zum Zuge für das Vaterland. Hätte der Bursche, so schloss die Historie nutzanwendend, auf der Universität etwas Rechtschaffenes gelernt, so wäre er nicht unter die Soldaten und dergleichen gegangen. Wäre er nicht Soldat geworden, säße er jetzt irgendwo als Gerichtsrat, Kriegsrat, Kanzleirat, Hofrat und dergleichen, hätte sein gutes Brot und Auskommen. »Ich weiß nicht«, entgegnete die Tochter, »ob er auf der Universität fleißig gewesen. Aber ich weiß, dass er wenigstens mit gutem Herzen ging, sich für eine heilige Sache zu opfern.« »Komm mir doch nicht immer mit deiner heiligen Sache und dergleichen«, rief Herr Bantes. »Wo sitzt denn das heilige Zeug?« frage ich. »Die Franzosen sind fortgejagt. Nun ja, aber das Heilige Reich ist dennoch zum Kuckuck und zum Küster gegangen. Die alten Steuern sind provisorisch beibehalten und neue sind provisorisch zugefügt. Die verdammten Engländer mit ihren Waren lässt man wieder zu, wie vorher, und bekümmert sich nicht darum, wenn wir heilige Deutsche darüber zu heiligen Bettlern werden. Alles ging auf der letzten Messe wieder flau. Die Minister und dergleichen essen und trinken wieder, machen, wie sie es wollen, verstehen den Handel nicht, lassen die Fabrikanten bankrott werden, und hilft kein A und kein O. Die Welt liegt wieder im Alten und noch ärger als im Alten. Tut eine ehrliche Seele, die es vielleicht besser versteht, den Schnabel auf, will ein anderes Lied pfeifen als die Exzellenzen da mit dem Kreuze auf dem Knopfloch und der Gleichgültigkeit unterm Knopfloch, hast du nicht gesehen, kurz angebunden, flugs mit der armen Seele in ein Loch, abgesetzt, inquiriert, abgeschmiert, ist ein demagogischer Umtreiber und dergleichen. Ich sage dir, schweig, Mädel, davon verstehst du nichts. Du musst nicht weiter über deine Teekanne sehen als die Tasse, dann schüttest du nicht nebenbei.« Waldrich merkte nach dieser Unterhaltung, dass der alte Bantes noch immer der ehemalige, lebhafte, aufflammende, wunderliche Mann war, und dem man doch bei allen seinen Eigenheiten nicht böse werden konnte. Da nun in diesem Streite zwischen Vater und Tochter ein schiedsrichterlicher Spruch gefällt werden musste, war der Kommandant so klug und gefällig, erst dem Vater vollkommen recht zu geben, im Punkte der heiligen Sache nämlich, und das ward seinem Verstande allerdings zur Ehre angerechnet. Dann aber, weil er sich doch auch selbst nicht geradezu verdammen wollte, musste er auch seiner Fürsprecherin recht geben, nämlich in dem Punkte des guten Herzens, mit dem sich Georg für die gemeinte Sache geopfert habe. »Merke schon«, rief der Alte, »der Herr Kommandant ist pfiffiger als Hans Paris bei den drei törichten Jungfrauen von Troja und dergleichen. Macht sich's bequem, schneidet den Apfel in zwei Hälften und gibt jedem einen Bissen. Sagt, wohl bekomm's.«
Nein, Herr Bantes, Ihr Georg irrte, wenn er irrte, wahrscheinlich wie mehrere tausend anderer deutscher Männer und wie zum Beispiel ich selbst. Auch ich machte den Kriegsgang für die Befreiung Deutschlands mit und ließ alles im Stich. Unsere Armeen, Sie wissen es, waren aufgerieben. Das Volk musste aufstehen und sich selbst helfen, weil die Armeen nicht mehr helfen konnten. Da musste man nicht rechnen und fragen, sondern zuschlagen, Gut und Blut daran setzen und die Ehre der Nation, den Thron unserer Monarchen retten. Das haben wir getan. Jetzt wollen wir das Heil erwarten. Unsere besser gesinnten Staatsmänner können auch nicht zaubern und das verlorene Paradies durch ein Taschenspielerstück sogleich wieder verjüngen. Ich wenigstens bereue meinen Schritt noch nicht. Allen Respekt, sagte Herr Bantes mit tiefem Verbeugen. Allen Respekt, Herr Kommandant, für Ihre Ausnahme von der Regel. Dünkt mich übrigens spaßhaft oder ernsthaft, dass wir Bürger, Bauern, Kaufleute und Fabrikanten 20 Jahre lang unser Geld hergeben müssen, um im Frieden eine Armee von einigen hunderttausend müßigen Beschirmern des Thrones zu ernähren, zu kleiden in Samt, Seide und Gold, und dass wir anderen dann im 21. Jahr, wenn die Beschirmer des Thrones zusammengehauen sind, selbst aufstehen und das Rad wieder ins Gleis bringen müssen und dergleichen. In solchen Gesprächen war man schon beim ersten Mittagsmahl vertraulicher untereinander. Herr Bantes selbst gab dazu den Ton, denn er war ein Mann und setzte einen Wert darauf, es zu sein, kein Blatt vors Maul zu nehmen, wie er sich gern auszudrücken pflegte. Dem Kommandanten war sein Inkognito zuweilen ganz behaglich dabei, doch wünschte er sehr, es zu beenden. Ende von Kapitel 2, gelesen von Hokus Pokus. Kapitel 3 von Der tote Gast von Heinrich Zschokke. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Entdeckung. Es war aber schon geendet, ehe er es wusste. Frau Bantes, eine stille, fein beobachtende Frau, die wenig sprach, viel sann, hatte am Tische, sobald sie Waldrichs Stimme hörte, sich seiner Knabenzüge erinnert, sie mit diesen männlichen verglichen und ihn erkannt. Seine sichtbare Verlegenheit, als die Rede auf den Windbeutel Georg gekommen war, konnte, was sie vermutete, nur bestätigen. Dennoch sagte sie weder den anderen noch ihm ein Wort von ihrer Entdeckung. So pflegte sie immer zu tun. Keine Frau hatte so wenig die frauenhafte Art, ihre Gedanken auf der Zunge zu tragen als sie. Alles ließ sie gehen und reden, wie man gehen und reden wollte. Sie hörte, verglich und zog daraus ihre Folgerungen. Daher wusste sie immer mehr als die übrigen im Hause und leitete unvermerkt alle Geschäfte und Unternehmungen ohne viele Worte. Selbst der lebhafte, feurige Geist ihres Mannes, der ihr am wenigsten gehorchen wollte, gehorchte ihr, ohne es zu ahnen, am meisten. Dass sich Waldrich nicht entdeckte, war ihr etwas verdächtig. Sie wollte schweigend den Grund erforschen. Waldrich hatte in der Tat keinen Grund, sondern suchte nur einen Anlass, die Familie mit seinem Namen zu überraschen. Da er abends zum Tee gerufen wurde, fand er im Zimmer niemand als Friederiken. Sie kam eben von einem Besuch heim und warf ihren Schal ab. Waldrich trat zu ihr. »Fräulein«, sagte er, »ich muss Ihnen noch Dank für den Schutz sagen, den Sie meinem Freund Waldrich gewähren wollten.« »Sie kennen ihn, Herr Kommandant?« Er dachte ihrer oft, aber gewiss nicht so oft, als sie verdienten. »Er ist in unserem Haus erzogen worden. Ein wenig undankbar ist es aber doch, dass er, einmal von uns weg, nie auch nur zu Besuch zu uns kam. Beträgt er sich gut? Ist er geschätzt?« »Man hat nicht über ihn zu klagen. Keiner hat so sehr über ihn zu klagen als Sie, mein Fräulein.« »Dann muss er ein guter Mensch sein, denn ich habe nichts gegen ihn.« »Aber er ist noch, wie ich weiß, Ihr Schuldner.« »Er ist mir nichts schuldig.«
aber er sprach von einem Reisegelde, das er damals zu seiner Einrichtung gebraucht, als er zur Armee gehen wollte und sein Vormund ihm es verweigert hatte. Ich habe es ihm ja gegeben, nicht geliehen. Ist er darum Ihnen weniger schuldig, Thusnelde?« Friederike sah den Kommandanten bei diesem Namen starr an, und es ging ihr wie ein Licht auf, und sie errötete, da sie ihn erkannte. »Es ist nicht möglich«, rief sie freudig überrascht. »Wohl, liebe Friederike, wenn ich Sie noch so nennen darf. Ach, das schöne Du darf ich nicht mehr sagen. Der Schuldner, der Sünder steht vor Ihnen. Verzeihen Sie ihm. Ja, hätte er früher gewusst, was er nun weiß, er wäre schon tausendmal für einmal nach Herbesheim gekommen.« Er nahm ihre Hand und küsste dieselbe. In dem Augenblicke trat Frau Bantes herein. Friederike eilte ihr entgegen. »Wissen Sie, Mamachen, wie der Herr Kommandant heißt?« Das Antlitz der Frau Bantes ward von einem milden Rot überflossen. Sie sagte sanft lächelnd, »Georg Waldrich.« »Wie, Mamachen? Sie wussten es und verschwiegen es«, sagte Friederike, die sich noch immer nicht von ihrer Überraschung erholen konnte und nun den hochgewachsenen, festen Kriegsmann im Heerkleide mit dem schüchternen Schulknaben der Vorzeit verglich. »Ja, wahrhaftig«, sagte sie, »er ist es, wo ich auch nur meine Augen hatte. Da hat er ja noch die Schramme am linken Auge, die er sich vom Falle holte, als er mir eine Zitronenbirne vom höchsten Baum im Garten brach. Wissen Sie noch?« »Ach, was weiß ich nicht noch alles«, sagte Waldrich und küsste seiner ehemaligen, ehrwürdigen Pflegemutter die Hand und bat auch bei ihr um Verzeihung, nie seit seiner Mündigkeit zum persönlichen Besuch gekommen zu sein. Er behauptete, es sei eigentlich nicht wirkliche Undankbarkeit gewesen, denn er habe oft mit ehrfurchtsvoller Erkenntlichkeit an dieses Haus zurückgedacht. Noch weniger Leichtsinn und Gleichgültigkeit, aber er wisse selbst nicht, was ihm immer im Gemüt widerstanden habe, dass er nie nach Herbesheim zurückkehren mochte.« »Ungefähr wohl dasselbe«, erwiderte leise die Mutter, »was die seligen Geister abhalten mag, sich nach dem Raupenstande ihres elenden Menschtums zurückzusehnen. Sie waren in Herbesheim eine Waise, und als Waise, ohne Vater und Mutter, ein Fremdling. Das konnten wir sie nie vergessen machen. Sie waren Knabe, abhängig, oft fehlbar. Es zog sie keine reizende Kindheitserinnerung in die Stadt, die mehr ihre Schul- als Vaterstadt gewesen ist. Sobald sie frei, Jüngling, Mann geworden sind, fühlten sie sich aller Orten glücklicher, als sie bei uns sein konnten.« Waldrich blickte mit einer Träne im Auge auf die Rednerin. »Ach, Sie sind noch immer die liebe, fromme, weise Mutter wie sonst. Sie haben recht. Es ist mir aber doch jetzt in der Tat heimatlicher in Herbesheim, als ich selbst erwartet habe. Und ich gestehe, der Gegensatz meiner ehemaligen und jetzigen Verhältnisse mag dazu etwas beitragen. Wäre ich nur früher gekommen. Geben Sie mir in Ihrem herrlichen Herzen die Rechte des Pflegesohns wieder.« Frau Bantes konnte auf die Frage nicht antworten, denn Herr Bantes trat rasch herein und sogleich zum Teetisch. Wie ihm Friederike erklärte, wer sein Gast sei, stutzte er, streckte dann plötzlich die Hand gegen den Kommandanten und sagte, »Seien Sie mir herzlich willkommen, Herr Waldrich. Waren ein Knirps und sind mir ganz aus den Augen gewachsen, Herr Waldrich. Ja, nun heißt es nicht mehr Georg, sondern Herr Waldrich. Oder wohl gar Herr von Waldrich und dergleichen. Sind Sie von Adel? Nein. Und der Bandzipfel da im Knopfloch bedeutet nichts? Dass ich mit meiner Kompanie eine feindliche Schanze nahm und gegen 3-4 Stürme sie behauptete. Wie viel Mann kostete das? 12 Tote, 17 Verwundete. Also 29 Menschenkinder für ein Achtele Seidenband. Verdammt teure Ware, die der Fürst verkauft. Und doch in jedem Kramladen um ein paar Kreuzer einzuhandeln.
Setzen wir uns, trinken wir. Friederike, bediene. Viel Beute gemacht? Wie stehen die Finanzen?« Waldrich zuckte lächelnd die Achseln. »Wir zogen aber auch nicht der Beute willen ins Feld, sondern des Vaterlands willen, dass es nicht die Beute der Franzosen bleibe.« »Schön, schön. Ich liebe solche Gesinnungen, und es ist gut, dass man auch bei leeren Säcken darauf hält. Und Ihr väterliches Kapitälchen, sicher und solid angelegt?« Waldrich ward rot und sagte dabei lachend, »Ich bin sicher, es geht mir nicht wieder verloren.« Ende von Kapitel 3, gelesen von Hokus Pokus. Kapitel 4 von Der tote Gast von Heinrich Zschokke. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Der tote Gast. Kaum war im Städtchen laut geworden, wer der Kommandant sei, sammelten sich die alten Bekannten wieder um ihn. Waldrich ward in alle Gesellschaften der besten Häuser gezogen und er in allen der beste Gesellschafter, geistvoll, witzig, brav, ein angenehmer Erzähler, mit den Gelehrten gelehrt, mit den Kunstfreunden Künstler. Er zeichnete gut, spielte Flügel und Flöte mit Fertigkeit, tanzte allerliebst, und die Frauen und Töchter gaben zu, er sei ein schöner, flüchtiger, aber eben darum äußerst gefährlicher junger Mann. Was die Gefährlichkeit betrifft, wusste eigentlich keine der Schönen bei sich ins Klare zu bringen, ob er durch sein bescheidenes Wesen die Gefahr vermindere oder vergrößere. Indessen war es eben damals im Städtchen keiner Schönen und keiner Hässlichen sehr darum getan, Eroberungen zu machen oder sich erobern zu lassen. Jede vielmehr verwahrte ihr Herz mit ungewöhnlicher Sorgfalt. Die Ursache dieser Enthaltsamkeit wird, wer nicht zu Herbesheim wohnt oder die handschriftlichen Chroniken der Stadt kennt, schwerlich erraten. Wer sie nun aber kennenlernen wird, schwerlich glauben. Und doch ist die unleugbar wahr, je unwahrscheinlicher sie ist. Es war nämlich dieses Jahr die 100-jährige Jubel- oder Jammerfeier des sogenannten toten Gastes, der besonders allen Bräuten in der Stadt ein böser Geselle zu sein schien. Niemand wusste genau, welch eine Bewandtnis es mit diesem Gast habe. Aber man erzählte sich, es sei ein Gespenst, das alle 100 Jahre einmal in die Stadt Herbesheim wiederkomme, vom ersten Advent bis zum letzten Advent darin hause, zwar kein Kind beleidige, aber richtig jeder Braut den Hof mache und damit ende ihr das Gesicht in den Nacken zu drehen. Des Morgens finde man sie, das Antlitz im Rücken, tot im Bette. Was dieses Gespenst aber noch vor allen Gespenstern in der Welt auszeichnet, ist, dass es nicht etwa nur in der gesetzlichen Geisterstunde, nachts zwischen 11 und 12 Uhr, sein Wesen treibt, sondern es soll am heitern lichten Tag in wahrer Menschengestalt auftreten, ganz modisch wie andere Erdensöhne gekleidet einhergehen, überall hinkommen und sich einführen. Dieser Gast soll Geld vollauf haben und, was das Ärgste ist, wenn er keine Braut eines anderen findet, selbst die Gestalt eines Freiers annehmen, die armen Herzen der Mädchen behexen, bloß um diesen nachher, wenn er ihnen mit Liebesgrillen das Köpfchen ein wenig verrückt hat, des Nachts den Kopf umdrehen zu können. Niemand konnte angeben, woher diese Sage entstanden sei. Im Kirchenbuche der Pfarrei las man noch den Namen von 3 Jungfrauen, die zur Adventszeit des Jahres 1720 plötzlich abgestorben waren. Als Glosse liest man daneben die Worte »Mit dem Angesicht im Nacken, wie vor 100 Jahren, möge Gott ihrer armen Seele gnädig sein.« Wenn nun auch diese Anmerkung auf dem Rande des Kirchenbuches keinem vernünftigen Manne ein Beweis der Tatsache war, so bewies sie doch wenigstens, dass die Sage schon älter als 100 Jahre gewesen sei, ja, dass vielleicht vor 200 Jahren irgend etwas Ähnliches begegnet sein müsse, weil sich das Kirchenbuch darauf beruft. Die älteren Kirchenbücher sind leider nicht mehr vorhanden,
sie gingen bei einer Feuersbrunst im Spanischen Erbfolgekrieg verloren. Wie dem nun auch sei, jedem war die Sage bekannt. Jeder behauptete, sie sei ein lächerliches Gespenster- und Ammenmärchen, und fast jeder dachte doch mit, ich möchte sagen, neugieriger Ängstlichkeit, an die bevorstehende Adventszeit, um zu erfahren, was an der Sache sei. Denn, meinten bei sich im Stillen selbst die aufgeklärtesten Köpfe, es gibt ja, laut Hamlets Zeugnis, am Ende noch vielerlei Dinge zwischen Himmel und Erde, von denen sich unsere Philosophie nichts träumen lässt. Der alte Stadtpfarrer, zu dem man nun häufiger besuchsweise kam, um die wunderliche Stelle im Kirchenbuche mit eigenen Augen zu lesen, äußerte sich auch etwas zweideutig, obwohl er sonst ein sehr verständiger Herr war. Entweder sagte er, »Es will mich wundern, ob, aber ich glaube es doch nicht«, oder »Gott verhüte, dass ich so etwas ins Kirchenbuch eintragen müsse.« Am ungläubigsten waren die jüngeren Herren. Sie machten sich bei dieser Gelegenheit darüber tapfer lustig. Die Jungfrauen stellten sich zwar auch stark, aber sie stellten sich auch nur so. Heimlich gedachte gewiss jede, »Ihr jungen Herren habt gut lachen. Es geht das Spiel am Ende nicht um eure Köpfe und Nacken, sondern, und das ist abscheulich, nur um unsere.« Die Wirkung dieser Sage und des Glaubens oder Aberglaubens bemerkte niemand besser als der alte Pfarrer. Denn wo irgendeine Liebschaft, irgendeine Brautschaft in der Stadt war, alles tummelte sich, die Hochzeit noch vor dem ersten Advent abzutun, und wo keine Hoffnung auf baldige Vermählung sein konnte, ward Liebschaft und Brautschaft von Grund aus abgebrochen und hätte das Herz darüber brechen mögen. Nun kann man sich erklären, was die schönen Herbesheimerinnen unter Gefahr verstanden, wenn sie den Kommandanten wider ihren Willen einnehmend fanden. Es war ihnen im buchstäblichen Verstande ums Köpfchen und vor dem Besuch des toten Gastes bange. Man muß ihnen daher gern den etwas unnatürlich stillen Schwur verzeihen, vor Advent und während der Adventszeit nicht im Mindesten zu lieben, und käme ein Engel vom Himmel, ihn nicht freundlicher anzusehen als jeden anderen Christenmenschen. Ende von Kapitel 4. Gelesen von Hokus Pokus. Kapitel 5 von Der tote Gast von Heinrich Zschokke. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Häusliches Glück. Es ist mir nicht genau bekannt, ob die schöne Friederike Bantes ungefähr etwas Ähnliches geschworen haben mochte wie die übrigen Adventsnonnen zu Herbesheim. Doch so viel ist gewiss, sie sah Waldrich nicht freundlicher an als jeden anderen, denn sie war huldreich jedem. Der Kommandant lebte im Banteschen Haus einen wahrhaften Paradiessommer. Er stand da wie ein Sohn der Familie. Die alten Verhältnisse seiner Kindheit, nur etwas behaglicher, stellten sich unerwartet so ganz wieder ein, dass er den Herrn und die Frau Bantes, wie ehemals, Vater und Mutter hieß. Dass Herr Bantes ihn von Zeit zu Zeit abkanzelte, so nannte es Herr Bantes, wenn er seinem Verdruss oder seiner üblen Laune in Sittensprüchen Luft machte, dass Frau Bantes jedes Mal, wenn der Kommandant einen Schritt aus dem Haus tat, zuvor seinen Anzug musterte, für seine Kleider und Wäsche sorgte, ihm das Mangelnde gab, als wäre er noch Mündel wie sonst, sogar Rechnung über sein Taschengeld hielt und ihm, wenn er sich schon anfangs sträubte, den Geldbeutel zu kleinen Ausgaben allmonatlich mit kleiner Münze versah. Waldrich kommandierte nicht nur in der Stadt, sondern auch im Haus, gab zu allen Angelegenheiten sein Wort und half entscheiden, wo man stritt. Auch zwischen Friederiken und ihm, wie sie sich allmählich zueinander gewöhnt und sie gleichsam vergessen hatten, dass sie groß geworden waren, erneuerte sich ganz unabsichtlich der Ton der Kinderzeit. Sie lebten einander wie damals gefällig, zankten aber auch, wie damals, nicht selten miteinander, und zwischen dem höflichen Sie sprang oft ganz unberechnet ein Du hervor,
nichts weniger als das Du der Zärtlichkeit, sondern das mürrische Du des Vorwurfs. Zwar in der Stadt machten alte und junge Frauen, auch alte und junge Mädchen, wie es so zu geschehen pflegt, ihre Frauen- und mädchenhaften Anmerkungen über Waldrichs Verhältnisse. Denn die Herbesheimerinnen hatten ein Vorurteil, das sonst in anderen Städten dem weiblichen Geschlecht gar nicht eigen ist, dass nämlich ein junger Mann von 28 und ein hübsches Mädchen von 20 Jahren schlechterdings keine 4 Wochen miteinander unter einem Dache wohnen könnten, ohne zuletzt, wenn sie einander sähen, Herzklopfen zu haben. Unter dem Dache des Herrn Bantes war aber so wenig vom Herzklopfen die Rede, dass man tagelang beisammen oder getrennt sein konnte, ohne zu empfinden, wo das Herz sei. Dies war auch so auffallend, dass sich selbst die Herbesheimerinnen zuletzt überzeugten, hier gelte statt der Regel die Ausnahme, denn kein Blick, kein Mienenzug, keine Bewegung, keine eigene Betonung der Stimme und was sonst die Liebe für Buchstaben in ihrem Alphabet haben mag, verriet etwas anderes als einen reinen geschwisterlichen Stand der Dinge aus der Knaben- und Kleinmädchenzeit. Am frühesten würde der Feinblick der Frau Bantes auffälligen Herzensunfug erlauscht haben. Frauen haben dafür einen eigenen Sinn, der den Männern fehlt, aber sie erlauerte nichts und blieb beruhigt. Herr Bantes dachte an solche Möglichkeiten gar nicht. Er selbst hatte in seinem Leben von dem, was man Liebe nennt, keine Vorstellung gehabt und würde ebenso leicht gefürchtet haben, seine Tochter könne einmal wahnsinnig werden, als sie könne einmal irgendeinen jungen Mann um seines Selbstwillen leidenschaftlich lieben. Er wusste, dass Frau Bantes schon seine Braut gewesen, ehe sie ihn nur von Angesicht zu Angesicht gesehen hatte. Und er war Bräutigam geworden und hatte dem Vater sein Ja-Wort gegeben, sobald er wusste, dass seine Zukünftige ein braves Mädchen sei, Tochter eines soliden Hauses, und bringe 30.000 Taler mit und habe noch weit mehr durch Erbschaft zu erwarten. Dies Verfahren in Ehestands- und Verlobungsgeschäften, von dem ihm seine Erfahrung den unleugbarsten Beweis der Zweckmäßigkeit gegeben, denn er war einer der glücklichsten Ehemänner und Hausväter, schien ihm daher das Vernünftigste. Er hätte seine Tochter längst vermählen können, an Freiern fehlte es nie. Allein, teils mochte er sich nicht gern von dem Mädchen trennen, denn er hing mehr an ihm, als er sich bewusst war. Teils gab es bei den Abrechnungen mit den Freiern oder Werbern Anstößigkeiten. Er behauptete, die Welt bestehe lediglich durch das Gleichgewicht ihrer Soliditäten, sonst wäre sie schon vor Jahrtausenden zusammengefallen, und eben darum stellte er das Gleichgewicht des gegenseitigen Vermögens als wesentlichen Grundsatz einer ehelichen Verbindung auf. Sowohl Frau Bantes als Friederike hatten dies bisher vollkommen billig gefunden. Nun aber war Friederike bald volle 20 Jahre alt. Der Alte bedachte, dass er seine Gattin bekommen, da sie noch weit jünger gewesen, und er dachte ernster an die Verheiratung seiner Tochter. Frau Bantes hatte eingestimmt und Friederike es ebenfalls ganz billig gefunden. Eine junge 20-jährige Frau, der Ausdruck lässt sich hören, es ist etwas Zartes darin. Allein ein junges 20-jähriges Mädchen, man kann dies kaum sagen, ohne in Gedanken zu fragen, wie lange will denn das jung bleiben? Herr Bantes fühlte dies sehr gut und traf danach seine Anstalten. Ende von Kapitel 5, gelesen von Hokus Pokus. Kapitel 6 von Der tote Gast von Heinrich Zschokke. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Der Geburtstag. Im Hause des Herrn Bantes pflegten viele Familienfeste gefeiert zu werden, und zwar nur von und in der Familie. Bloß am Hochzeitstagesfeste des Herrn und der Frau wurden Fremde aus der Stadt eingeladen. Auch der alte Buchhalter, der Fabrikaufseher und Kassierer, welche die Ehre genossen, am Tische des Herrn Bantes zu speisen, waren der Familie zugezählt, und die Geburtstagsfeste derselben wurden förmlich begangen. Kein Wunder also, dass das Jahresfest unseres Oberleutnants stattlich gefeiert werden musste. An einem solchen Tage durfte,
so war es Gesetz, keine Seele im Hause dem Gefeierten eine böse Miene machen, keiner ihm eine billige Bitte abschlagen. Jeder mußte ihm ein Geschenk bringen, es mochte groß oder klein sein. An diesem Tage des Mittags war die Mahlzeit reicher und ausgewählter. Nur an diesem Tage speiste man von Silber, brannte des Abends silberne Kerzenstöcke, und der Gefeierte saß am Tische auf der Ehrenstelle, das heißt, an dem gewöhnlichen Platze des Hausvaters. Die Geschenke und Angebinde wurden jedes Mal überreicht, ehe man sich zum Mittagessen niedersetzte. Dem Gefeierten wurden Gesundheiten mit gefüllten Gläsern zugebracht. Nach aufgehobener Tafel empfing er von jedem der Anwesenden Umarmung und Kuss. Herr Bantes hatte die löbliche Sitte noch aus dem elterlichen Hause herübergeerbt und beibehalten. Das alles ging nun auch an Waldrichs Geburtstag in altbestandener, ihm wohlbekannter Ordnung vor sich. Als er ins Speisezimmer trat, waren die sämtlichen Tischgenossen schon versammelt. Herr Bantes kam ihm mit seinem Glückwunsche entgegen und überreichte ihm ein Blättchen in Seidenpapier eingeschlagen. Es war ein schöner Wechsel, von Herrn Bantes auf sich selbst ausgestellt, avisto zahlbar. Frau Bantes folgte. Sie trug ihm eine äußerst feine, vollständige Hauptmannsuniform entgegen, mit allem Zubehör. Darauf nahte Friederike mit einem Silberteller. Auf einem halben Dutzend feinen, von ihrer eigenen Hand bestickten Halstüchern lag ein Brief mit großem Siegel des Regiments und der Adresse an den Hauptmann Georg Waldrich. Hier stutzte der Oberleutnant, als er aufbrach und ein Hauptmannspatent für sich erblickte. Auf Beförderung hatte er lange gewartet, aber sie so bald nicht zu erleben gehofft. Er war Hauptmann seiner Kompanie geblieben, sein auf Urlaub befindlicher Vorgänger zum Major vorgerückt. »Aber, mein gnädiger Herr Hauptmann«, sagte Friederike mit ihrem ihr eigenen anmutigen Lächeln. »Geld, Sie werden mir doch nicht böse. Ich will nur bekennen, der Brief kam schon vor 8 Tagen während Ihrer Abwesenheit an, und ich unterschlug ihn, um Ihnen für heute aufzusparen. Gestraft genug bin ich schon durch meine 8-tägige Todesangst. Sie möchten die Ernennung doch von woanders her erfahren und dann diesen Brief vermissen.« Waldrich war gar nicht in der Laune zu zürnen. Auch konnte er in der Bestürzung kaum ein Wort hervorbringen und den übrigen danken, die ihm Glückwünsche und Angebinde brachten. »Hauptsache ist«, rief Vater Bantes fröhlich, »dass man den neugebackenen Hauptmann bei uns und seiner Kompanie lässt. Ich hatte die 8 Tage durch so eine Gattung Todesangst und dergleichen im Leibe. Der Georg müsse fort. He, Herr Buchhalter, marsch, in den Keller. Marsch, sag ich, zu Numero 9, zum alten Neckar. Auf der Stelle den Herrn Offizieren der Kompanie 1 Dutzend Flaschen, jedem Unteroffizier, Feldwebelkorporal und Admiral 1 Flasche und 1,5 Gulden dazu und jedem Gemeinen 1,5 Gulden, und der Herr Oberleutnant wäre Ihr Hauptmann. Sollen 1 auf seine Gesundheit trinken, aber ihm heute mit Komplimenten und dergleichen vom Halse bleiben. Morgen so viel Sie wollen, nach Herzenslust.« Der Buchhalter gehorchte. Man sah bei Tische offenbar, wie lieb dem Herrn Bantes sein ehemaliger Mündel war. Er sprudelte von ausgelassener Fröhlichkeit in einer Menge drolliger Einfälle. So hatte Waldrich ihn nie gesehen, und er war recht gerührt dadurch. »Nun, mein Haupt- und Kapitalmännchen«, rief ihm über Tisch der muntere Greis zu, »ich meinte, weiß Gott, der Wechsel, den ich Ihnen da gab, werde wohl für Sie als Reisepfennig gut sein müssen. Dazu war er auch bestimmt. Nun ärgert's mich, dass ich so kleinmütig war. Sie brauchen ihn nicht, hätte was Besseres geben sollen. Vergessen Sie nicht das Hausgesetz. Sie können eine Bitte tun, ich muss sie gewähren. Also, ohne Umstände heraus mit der Sprache. Verlangen Sie, was Sie wollen, ich gebe es, und müsste es selbst meine neue, schöne, weiße Perücke sein und dergleichen.« Der Hauptmann hatte feuchte Augen. »Ich habe nichts zu bitten.« »Ei, geschwind besonnen! Der Augenblick kommt vielleicht übers Jahr nicht wieder«, rief der Alte. »So erlauben Sie mir, Papa, Ihnen einen herzlichen, dankbaren Kuss zu geben.« »Je, du Herzensjunge, das hast du wohlfeil«, rief Herr Bantes. Beide sprangen sogleich von ihren Sitzen, fielen einander um den Hals
und beide ließen erst mit bewegterem Herzen voneinander los. Es entstand eine tiefe Stille. Die Rührung beider hatte sich über Friederiken, ihre Mutter und alle Tischgenossen verbreitet. Dass Herr Bantes dem Hauptmann das Du gegeben, war allein eine unerhörte Erscheinung. Herr Bantes sammelte sich aber schneller als die anderen, machte ein ernstes Gesicht und brach das Schweigen. »Nun genug mit den Possen da. Lasset uns wieder etwas Vernünftiges reden.« Er hob sein Glas und befahl, es zu füllen. Dann stieß er mit Waldrich an und sprach, »Wo ein Mann, muss auch eine Männin sein, und folglich im höheren Chore, wo ein Hauptmann ist, darf noch weniger die Frau Hauptmann fehlen. Also sie lebe, blühe und grüne und dergleichen hoch.« Waldrich konnte sich des Lachens nicht erwehren. »Sie möge fromm, gut und häuslich sein«, sagte Frau Bantes, indem sie mit dem Glase anstieß. »Mama, wie Sie«, antwortete der Hauptmann. »Und die Liebenswürdigkeit unterm Monde«, sagte Friederike anklingend. »Fräulein, wie Sie«, antwortete er dankend. Friederike schüttelte den Kopf und drohte halb böse, halb schalkhaft lächelnd mit dem Finger zu ihm herüber. »Man muss sich heute von dem Geburtstagsprinzen viel gefallen lassen. Das zu anderen Zeiten mit...« Sie machte mit der Hand ein Zeichen, wie man unartigen Kindern Strafe gibt, vergolten wird. Buchhalter, Kassierer, Fabrikaufseher und Schreiber machten bei dieser sonderbaren Tischszene ihre unschuldigen Bemerkungen. Erst das kecke Anerbieten, das Herr Bantes dem Hauptmann getan hatte, ihm alles zu gewähren, was er bitten würde, ein Anerbieten, das Waldrich so übel verstand, dann die ausgebrachte Gesundheit zu Ehren der künftigen Frau Hauptmännin. Wahrlich, der Günstling des Glückes musste blind sein, dass er nicht begriff, was ihm Papa Bantes begreiflich machen wollte. »Und ich glaube doch«, sagte der Fabrikaufseher leise zum Kassierer, als man vom Tische aufstand, »die Sache ist heute richtig gemacht. Was meinst du? Es gibt ein Paar.« Der Kassierer erwiderte ebenso leise, »Mir graut's. Ich denke an den toten Gast. Ich kann nicht anders.« Die Formalität des Geburtstagskusses begann. Man ging rings um den Tisch, sich, gesegnete Mahlzeit wünschend, einander entgegen. Waldrich empfing von jedem Umarmung und Kuss. Er traf auf Fräulein Bantes. Unbefangen höflich näherten sie sich einander und gaben sich einander den Kuss. Aber indem sie ihn gegeben hatten, sahen sie einander auf sonderbare Weise in die Augen, wie Personen, die sich ganz unerwartet als alte Freunde erkannt hätten. Beide schwiegen, sahen Aug in Auge, wie in den Herzensgrund, und neigten sich noch einmal mit den Lippen zusammen und wiederholten den Kuss, als wenn der erste gar nicht gegolten hätte. Ich weiß nicht, ob das jemand bemerkt hatte, aber das weiß ich, Mama Bantes senkte bescheiden ihre Augen nieder auf den Brillantring an ihrem Finger, und Waldrich ließ sich nach diesem vom Kassierer und Buchhalter und so weiter küssen. Er fühlte keinen anderen Kuss mehr, verlangte keinen zweiten mehr, sondern ließ den ersten jedes Mal gelten. In der Tat aber sah er aus, als wäre ihm die breite Brust zu eng geworden, und Fräulein Bantes ging ebenfalls mit einer Miene zum Fenster hin, als wäre ihr etwas angetan. Doch das zerstreute sich bald. Die Heiterkeit nahm ihr voriges Recht wieder ein. Zwei Chaisen standen draußen angespannt, und man fuhr aufs Land, den lieblichen Herbstnachmittag im Grünen zuzubringen. Ende von Kapitel 6. Gelesen von Hokus Pokus. Kapitel 7 von Der tote Gast von Heinrich Zschokke. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Noch ein Geburtstag. Den folgenden Tag war alles wieder beim Alten. Der neue Hauptmann hatte vielerlei Geschäfte abzutun. Er hatte Erlaubnis empfangen, seinen General zu besuchen. Er hatte mit seinem Vorgänger mancherlei in Sachen der Kompanie zu verrechnen. Das machte seine Abwesenheit von einigen Wochen nötig. Er reiste vom Hause Bantes ab wie von einem Vaterhause. Man entließ ihn wie einen Sohn, mit freundlichen Ermahnungen, mit guten Lehren
mit wohlwollenden Wünschen, wie einen, dessen man sich sicher ist, ohne Trauer und Wehmut um solch eine Trennung. Waldrich und Friederike schieden ebenso wie sonst, wenn sie etwa in eine Gesellschaft oder eher zur Parade ging. Nur erinnerte sie ihn noch, dass er nicht zu ihrem Geburtsfest fehlen müsse, am 10. November. Auch hatte ich das Vergnügen, meinen Freund auf jener Reise einige Tage bei mir zu sehen. Er freute sich seiner Beförderung, zweifelte aber, wie er aus den Worten seines Generals schließen konnte, dass er mit der Kompanie noch lange zu Herbesheim bleiben würde. Das sagte er auch ganz unbefangen bei seiner Rückkehr im Hause Bantes. Man bedauerte, ihn wieder verlieren zu müssen. Doch, setzte der Alte hinzu, lassen wir uns keine grauen Haare darum wachsen. Spät oder früh schickt uns alle der droben in andere Besatzung. Hier auf dem Erdbällchen sitzen wir einander, ob in dieser oder jener Stadt, immer nahe genug, oft einander nur allzu nahe. Die verdammten Engländer und dergleichen sitzen meiner Fabrik zum Beispiel gerade auf dem Nacken. So versteht sich, Friederikens Geburtstag ward in gewohnter Ordnung und Feierlichkeit begangen. Waldrich hatte ihr aus der Residenz eine neue Harfe, ein zierliches Meisterwerk und ausgesuchte Musikalien mitgebracht. Beides überreichte er ihr, als die Reihe an ihn kam. Ein breites, rosenfarbenes Seidenband flatterte um das glänzende Saitenspiel. Vater Bantes war hochselig. Er ging stillvergnügt und rasch umher im Speisesaal und rieb sich so heimlich lächelnd die Hände, dass Frau Bantes, die ihm verwundert mit den Augen folgte, sich nicht enthalten konnte, dem Kommandanten leise zuzuflüstern: »Der Papa hat für uns noch eine artige Überraschung im Hintergrunde.« In der Tat, die kluge Matrone irrte nicht. Man setzte sich, nach vollendeten Glückwünschen und Angebinden, zum Tische. Als Friederike, wie die anderen, ihre Serviette vom Teller hob, fand sie auf diesem ein kostbares Halsband von orientalischen Perlen, einen prächtigen Brillantring und einen an sie gerichteten Brief. Das Fräulein erstaunte freudig und hob die glänzende Schnur und den blitzenden Ring mit mädchenhaftem Wohlgefallen. Herr Bantes sah sie mit freudefunkelnden Augen an und weidete sich an ihrer und aller Anwesenden Überraschung. Ring und Perlenband gingen darauf an der Tafel umher auf dem Teller, dass jeder die Pracht bequemer schauen könne. Friederike hatte inzwischen den Brief erbrochen und las ihn. Ihre Gesichtszüge verrieten noch mehr Erstaunen, als sie schon vorher bei dem Geschenk geäußert hatte. Herr Bantes schwamm in Seligkeit. Die Mama studierte mit einer ängstlichen Neugier die gespannten Gesichtszüge der Tochter. Friederike schwieg lange, indem sie sinnig das Blatt betrachtete. Endlich legte sie es nieder. »Lass auch den Brief herumgehen«, rief der entzückte Vater. Sie gab den Brief verlegen und stumm an die neben ihr sitzende Mutter. »Nun, Riekchen«, rief der Alte, »hat dir die Überraschung den Atem und dergleichen gestohlen? Gelt, der Papa weiß es anzustellen.« »Wer ist der Herr von Hahn?« fragte Friederike mit dunkler Miene. »Wer anders denn als der Sohn meines alten ehemaligen Associé Hahn, des berühmten Bankiers? Könntest du für dich einen anderen erwarten? Der Alte hat bessere Geschäfte gemacht als ich hier mit meiner Fabrik. Nun setzt er sich in Ruhe. Sein Sohn, der junge Hahn, übernimmt die ganze Sache des Alten, und du wirst die Henne des jungen Hahn.« Frau Bantes gab, indem sie mit dem sich sanft hin und her bewegenden Kopf eine stille Missbilligung äußerte, den Brief an den Kommandanten. Der Inhalt war folgender: »Zu Ihrem Geburtstagsfeste, mein schönes Fräulein, drängt sich, leider diesmal im Geiste nur, weil der Arzt bei rauer Witterung die Reise untersagt hat, ein Ihnen Unbekannter. Ach, dass ich sagen muss, Unbekannter, dass ich nicht statt dieser Zeilen selbst nach Herbesheim fliegen und dort um Ihre Hand flehen und das, was unsere guten Väter in der Herzlichkeit ihrer Jugendfreundschaft wegen unserer Verbindung beschlossen haben und was meine Sehnsucht so ungeduldig verlangt, vollenden kann. O, mein angebetetes Fräulein, mit der ersten milden Witterung, wenn auch noch etwas kränklich, eile ich nach Herbesheim.
Ich segne mein Schicksal. Ich mache es zur Aufgabe meines Lebens, dass auch Sie einst unser vereintes Schicksal segnen sollen. Nur um die Hand darf ich flehen. Ich weiß es, nicht um das Herz. Dieses kann sich nur frei hingeben. Aber lassen Sie mir wenigstens die Hoffnung, es verdienen zu können. Wenn Sie wüssten, wie glücklich nur eine kleine Zeile von Ihrer Hand mich machen, wie die mich wunderreicher als die Kunst meines Arztes heilen und stärken würde, Sie ließen mich nicht vergebens bitten. Erlauben Sie, dass ich mich in Verehrung und Liebe nennen darf, Ihren Verlobten Eduard von Hahn. Der Kommandant sah ernst und starr auf den Brief. Er hatte gar nicht das Ansehen eines Lesenden, sondern eines Denkenden oder, ich möchte lieber sagen, eines Träumenden. Inzwischen wollte Vater Bantes durchaus, Friederike solle ihre mädchenhafte Ziererei abtun und ihm einmal recht offen und ehrlich bekennen, dass sie sich freue. Aber Papa, wie kann ich das? Ich habe diesen Herrn Bankier von Hahn in meinem Leben nicht gesehen. Närrchen, ich verstehe dich natürlich, aber ich kann dir darüber Trost und Frieden geben. Er ist ein feiner, schlanker, großer Jüngling, ein hübsches Milchgesicht. Etwas schwächlich war er schon ehemals, das ist vermutlich vom plötzlichen Wachsen gekommen. Er war gewaltig in die Höhe geschossen. Wann sahen Sie ihn denn, Papa? Als ich das letzte Mal in der Residenz war. Lass sehen, es mögen 10, 12 Jahre sein. Ich brachte dir damals die schöne Puppe mit. Wie hieß sie noch? Sie war fast so groß wie du. Die Babette, Rosette, Lisette oder dergleichen. Nun weißt du's. Der junge Hahn mochte kaum viel über 20 haben. Ein rechtes Milchgesicht, sag ich dir. Du sollst ihn nur sehen. Papa, ich hätte erst lieber ihn gesehen, als diesen Brief mit solchem Antrag gelesen. Ein dummer Streich ist's, dass er, wie wir Alten es abgemacht haben, nicht selbst zu deinem Geburtstag kommen konnte. Als ich mit der Mama verlobt war, kam ich selbst. Nun, Mama und du? Geld, du hast die Äuglein aufgerissen. Das Geheimnis brannte mir fast die Seele ab. Hätt's dir gern gleich anfangs mitgeteilt. Allein, ich kenne euch Frauen, da wäre das Geheimnis schon vor dem Geburtstage verraten worden und alle Überraschung in die Brüche gegangen. Frau Bantes erwiderte etwas ernsthaft, »Du hast wohlgetan, Papa, mich als Mutter nicht zu Rate zu ziehen. Es ist nun geschehen. Segne der Himmel dein Werk.« »Aber, Mama, ich sage, die Wahl. Für seinen Adelswar gebe ich ihm keinen roten Kreuzer. Doch solch ein Mädel nimmt's eben auch nicht übel, wenn es gnädige Frau getitelt wird. Aber der reiche Bankier, Sie, Mama, wir Fabrikanten sind am Ende mit unserem Plunder nur gemeiner Plunder. Aber ein Bankier ist in der Handelswelt allezeit ein Superlativus und dergleichen.« Krümmt der alte Hahn den Finger und winkt nach Wien, flugs ist da am Hofe alles in Bewegung und fragt, »Was befehlen der Herr von Hahn?« Nickt er mit dem Kopfe nach Berlin, flugs beugt sich alles bis zur Erde. Solch einem können der Teufel und die Engländer und dergleichen nichts anhaben. Davon, Mama, spreche ich. Was sagst du dazu? Ich finde die Wahl, eben wie du sie machen konntest, vortrefflich, sagte Frau Bantes ernst und senkte die Augen auf ihren Suppenteller. Friederike sah düster seitwärts nach ihrer Mutter und seufzte, »Mama, auch Sie?« Der Kommandant stierte noch immer den Brief an, während man so fortsprach. »Donner, Hauptmännchen, können Sie sich nicht satt lesen? Ihre Suppe wird kalt«, rief Herr Bantes. Waldrich erwachte, sah noch einmal das Papier an und warf es hastig vor sich hin, als säße Pestgift daran. Er aß, ein anderer nahm den Brief. Papa Bantes ärgerte sich, dass Friederike nicht fröhlicher war. Er schob anfangs alles auf die jähe Überraschung, dass das arme Mädchen keine Worte finden konnte. Inzwischen ließ er nicht ab und trieb seine Scherze weiter, wie sie ein frohsinniger alter Herr bei solchen Anlässen wohl zu treiben pflegt. Aber von keiner Seite wollte es anklingen. Nur Buchhalter, Kassierer und Inspektor lächelten freundlich Beifall.
Verdrießlich sagte er endlich zu Friederiken: »Mädchen, rede mir endlich frei von der Leber weg. Hab ich's getroffen oder nicht? Einen klugen oder dummen Streich gemacht? Sag's nur dem Papa. Übrigens wirst du schon anders pfeifen, Vögelchen, wenn der junge Hahn kommt.« »Es kann sein, lieber Papa«, erwiderte Friederike. »Wie sollte ich Ihre freundliche, wohlwollende Absicht im Mindesten bezweifeln? Diese Erklärung beruhige Sie.« »Nun, das ist aller Ehren wert, Riekchen. So muss ein vernünftiges Mädchen zur Sache denken. Mama hat's mir selbst gestanden. Sie habe zu ihrer Zeit auch so gedacht. Also, die Gläser gefüllt. Die Braut soll leben und der Bräutigam daneben.« Der Papa stieß mit seiner Tochter an. Die anderen folgten. Die frohe Laune schien zurückzukehren. »Dummen Streich ist kein Ende, dass der junge Hahn uns gerade heute fehlen muss«, fuhr Herr Bantes wieder fort. »Ein schöner, hübscher Mann, sag ich dir. Sehr gefällig, sehr gesellig. Er hat mehr Schulen durchgemacht als sein Vater. Ich wette, du kommst nicht wieder los von ihm, wenn du ihn einmal gesehen hast. Ich wette, du fällst dem Papa um den Hals und dankst ihm.« »Es ist möglich, Papa. Wenn's dann so ist, werd ich's gerne tun. Aber bis ich ihn gesehen, bitt ich. Und Sie wissen, lieber Papa, ich habe am Geburtstag das Recht der billigen Bitte. Und so bitte ich kein Wort mehr von ihm, bis ich diesen Unbekannten gesehen habe.« Herr Bantes runzelte die Stirn und sagte endlich: »Mit Erlaubnis, Fräulein Tochter, das war einmal eine einfältige Bitte. Indes, sie gilt. Die Mama tat zu ihrer Zeit nicht solche Bitten.« »Schatz«, sagte Frau Bantes zu ihrem Mann, »keine Vorwürfe für Friederike. Du musst nicht vergessen, dass ihr Geburtstagsfest ist. Es darf sie niemand kränken.« »Recht hast, Mama«, erwiderte der Alte. »Er kommt gewiss bald. Der Neumond ist nahe, dann ändert das Wetter.« Damit nahm die Unterhaltung, freilich anfangs etwas gezwungen, andere Wendungen und ging endlich auch in die alte Unbefangenheit und Gemütlichkeit über. Nur beim Hauptmann blieb unter allen Scherzen etwas Frostiges zurück. Frau Bantes schien es zu bemerken und füllte ihm, wieder ihre Gewohnheit, öfter das Glas. Friederike sah einige Male mit starrem, forschendem Auge auf ihn hinüber. Und wenn sich beide zufällig mit den Blicken begegneten, war ihnen, als täten ihre Seelen geheime Fragen aneinander. In Waldrichs Auge lag etwas wie ein stummer Vorwurf, und in Friederikens Gemüt ward es, als vernähme sie von diesem Blicke eine angenehme Antwort. Die anderen plauderten anders, unterhielten sich wohl, und der Papa erreichte die volle Höhe seiner guten und mutwilligen Laune. Es traf sich eben, als man nach aufgehobener Tafel um den Tisch ging, um der schönen Königin des Festes den gesetzlichen Kuss zu geben, dass Waldrich und Friederike einander vor dem Vater begegneten. »Höre, Riekchen«, sagte der mutwillige Vater, »denke dir jetzt, unser Georg sei ein gewisser jemand, den ich bei Leibes- und Lebensstrafe nicht nennen darf, bis er hier ist. Denke dir das, dann wird der Kuss anders als ein gemeiner werden. Versuch's nur, du Närrchen.« Waldrich und Friederike standen voreinander. Er nahm ihre Hand. Sich, Aug in Aug verloren, ernst, fast wehmütig anschauend, neigten sie sich zum Kusse gegeneinander. Der Alte sprang mit einer komischen Bewegung auf die Seite, um den Kuss zu sehen. Er ward gegeben. Beide, indem sie sich zurückzogen, schlossen ihre Hände fester zusammen. Waldrich erblaßte. Friederikens Augen verdunkelten von einer Träne. Sie neigten noch einmal die Lippen zusammen. Nach diesem Kusse schienen beide voneinander gehen zu wollen. Rasch noch einmal flogen beide Lippen zusammen. Dann laut weinend eilte Friederike fort. Waldrich wankte gegen ein Fenster und zeichnete gedankenlos mit dem Finger im angelaufenen Glase desselben. Der Alte sah links und rechts mit dem Kopfe, während er übrigens steif und wie versteinert dastand. »Was zum Kuckuck ist denn los? Was hat denn das Mädchen?« rief er. »Was ist ihm begegnet?« Frau Bantes senkte ihre Augen schweigend nieder auf den Brillantring ihrer Hand.
Sie wußte, was Friederike begegnet war, und sagte zu Herrn Bantes: »Papa, schone jetzt das Mädchen, lass es erst ausweinen.« »Aber«, rief der Alte hastig und lief zu Friederike. »Was hast du, Kind? Was weinst du?« Sie weinte und erwiderte, sie wisse es selbst nicht. »Ach, Flausen und dergleichen«, rief der Vater, »dir ist etwas geschehen. Bist du gekränkt worden? Hat etwa die Mama? Nein. Oder der Hauptmann dir etwas gesagt? Nein. Donner, doch nicht. Was? Rede doch, ich! Wegen des Spaßes. Warum weinst du?« Frau Bantes zog ihn sanft an der Hand von Friederike zurück und sagte: »Papa, du hast dein Wort gebrochen und sie gekränkt. Du hast ihre Bitte verletzt. Und wieder, du weißt es wohl, an den jemand erinnert, recht hast. Ich hätte es nicht tun sollen. Lass gut sein, Riekchen. Es geschieht nicht wieder. Wer nimmt aber dem Papa dergleichen auch auf der Stelle so hoch auf?« Friederike beruhigte sich. Frau Bantes führte sie zur Harfe. Waldrich musste stimmen. Die Flöte ward geholt. Man versuchte die neuen Notenstücke. Friederike spielte die Harfe unter Waldrichs Flötenbegleitung vortrefflich. Es ward noch ein schöner, genussvoller Abend. Ende von Kapitel 7, gelesen von Hokus Pokus. Kapitel 8 von Der tote Gast von Heinrich Zschokke. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Beratungen. Papa Bantes hielt Wort. Mit keiner Silbe mehr geschah Erwähnung von dem gewissen jemand. Eitles Treiben, desto mehr dachte nun jeder im Haus an ihn. Regelmäßig, morgens, mittags und abends, ging Herr Bantes zum Barometer, klopfte an, um das Quecksilber steigen zu machen und für reisende, kränkliche Leute schönes Wetter zu erzwingen. Friederike, wenn es niemand bemerkte, klopfte auch, um das Quecksilber fallen zu machen. Waldrich, nicht minder Frau Bantes, schielten auch öfter als sonst nach der weissagenden Röhre Torricellis. »Das Wetter bessert offenbar«, sagte eines Tages Herr Bantes, da er sich mit der Mama allein im Zimmer befand. »Die Wolken zerteilen sich. Ich denke, er ist schon unterwegs.« »Das verhüte Gott, Papa. Mir schiene überhaupt geraten, du würdest Herrn von Hahn schreiben, nicht vor Weihnachten nach Herbesheim zu kommen. Und wenn ich auch nicht an das alberne Geschwätz glauben mag, so kann man sich doch nicht erwehren, ängstlich zu sein.« »Ei, ei, Mama, denkst du an den toten Gast? Possen, schäme dich.« »Ich geb es zu, lieber Mann, es ist Torheit. Allein, es dürfte unserem Kinde in der Adventszeit begegnen, was wolle, man würde immer, ja bloß der Gedanke daran könnte, wenn etwa Riekchen unpässlich würde, das Übel verschlimmern. Und wenn ich auch nicht an Gespenster glaube, und wenn auch Friederike darüber lacht, möchten wir doch zum Beispiel nicht nachts in der Kirche herumgehen. Der Mensch ist nun so. Verschiebe die förmliche Verlobung bis nach der fatalen Zeit. Nach Advent haben die jungen Leute noch 100 Jahre Muße, sich einander zu sehen, Verlobung und Hochzeit zu machen. Warum denn eben jetzt geeilt? Was schadet ein Verzug von wenigen Wochen?« »Schäme dich, Mama. Mute mir nicht Torheiten zu. Eben deswegen gerade, weil der Pöbel sein Larifari mit dem toten Gaste hat, muss Friederike jetzt Braut werden, muss jetzt Verlobung sein. Man muss ein Beispiel geben. Es ist für uns Pflicht und dergleichen. Sehen die Leute in der Stadt, dass wir uns um keinen toten Gast bekümmern, dass wir unsere Tochter verloben, allem Geschwätz zum Trotz, dass Riekchen den Kopf behält und ihr keiner den Hals umdreht, so ist dem tollen Aberglauben der Hals umgedreht auf immer. Den Leuten bloß predigen, seid einmal gescheit, tut Buße, werdet fromm, das hilft nicht, sondern hübsch voran, Herr Pfarrer, voran. Gesetzt aber, Papa, dein Kind ist dir doch auch lieb. Gesetzt nun, siehst du, vor 100 Jahren muss doch, laut dem Kirchenbuche, etwas Unglücks begegnet sein, sei es gewesen, was es wolle. Vielleicht waren damals auch Menschen, die sich über die alte Sage hinwegsetzten. Nun, wir wollen es auch tun.
Aber wenn du die Verlobung eben in die böse, verrufene Adventszeit dieses 100. Jahres legst und, was Gott verhüte, es geschähe dann das... Halt! Du willst doch nicht sagen, Friederikes Gesicht im Nacken? Ich mag den Teufelseinfall gar nicht denken. Bleib mir damit vom Leibe, sag ich. Nein, aber zum Beispiel Herr von Hahn käme in diesen berüchtigten Tagen bei diesem winterlichen Wetter zu uns. Denke nur, kränklich ist er, wie er schreibt. Es könnte doch die Witterung auf weiter Reise bei schlechten Wegen sein Übel verschlimmern. Gesetzt, wir hätten einen Kranken, vielleicht zuletzt einen toten Gast. Es graut mir, es auszusprechen. Und dann die vom Aberglauben ausgezeichneten Advente dieses Jahres durch deinen Eigensinn diesen Aberglauben bestätigt. Freund, bedenk es doch wohl. Herr Bantes schien nachdenkend zu werden und brummte endlich, »Mama, ich begreife nicht, wie du immer auf Einfälle gerätst, die sonst in keines Menschen Gehirn kommen. Wie machst du's auch? Könntest Poet werden und dergleichen. Spür's übrigens euch allen an, dass ihr vom Popanz der Herbesheimer Adventstage lebendig besessen seid. Alle seid ihr's, du, Friederike, sogar der Hauptmann, der doch Soldat sein will, der Kassierer, Buchhalter, Inspektor, alle, sag ich. Aber keiner will es Wort haben. Pfui! Wenn es wäre, woran ich doch aber fast zweifle, so ist es Pflicht des guten Hausvaters, glimpflich eines Vorurteils zu schonen, das eben keinem schadet. Alle Narrheit schadet. Darum keine Schonung. Krieg, offener Krieg. Seit Friederikens Geburtstag geht und steht im Hause jeder so verblüfft, als wäre das jüngste Gericht unterwegs. Der Teufel hat das Märchen vom toten Gaste erfunden. Es bleibt, wie gesagt, beim alten Mama. Nichts wird geändert. Ich bin unbeweglich. So sagte Herr Bantes und lief aus dem Zimmer. Inzwischen blieb es doch bei ihm nicht ganz beim Alten. Das Gespräch hatte in ihm einen Dorn zurückgelassen. Er fand, dass es um des lieben Hausfriedens willen besser sein könne, die förmliche Verlobung auf Weihnachten hinauszustellen. Er liebte seine Tochter zu sehr, und diese Liebe brachte ihn auf allerlei Besorgnis, der Teufel könne doch auf irgendeine Art sein Spiel treiben, und dann würde man es dem toten Gaste zuschreiben. Je näher der erste Advent rückte, je unheimlicher ward ihm dabei, und zwar wider seinen Willen. Er wünschte, sein zukünftiger Schwiegersohn möchte einstweilen noch ausbleiben. Es jagte ihm Schrecken ein, als sich das Wetter völlig aufklärte und der volle warme Sonnenschein über die Welt floss, als wolle der Spätherbst noch einen schönen Nachsommer zum Geschenk bringen. Er ging nun ebenso fleißig zum Barometer und klopfte, das Quecksilber wieder fallen zu machen. Zu seiner Verwunderung bemerkte er, dass die Mama, dass Friederike die ehemalige gute Laune mit dem guten Wetter wiederbekommen hatten, der Kommandant ebenfalls, und dass zuletzt alle Hausgenossen den ehemaligen Ton wiederfanden. Nur er konnte ihn nicht sogleich wiederfinden. Ende von Kapitel 8, gelesen von Hokus Pokus. Kapitel 9 von Der tote Gast von Heinrich Zschokke. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gutes Wetter. Frau Bantes hatte wohl bemerkt, dass Riekchen mancherlei in ihrem Herzen gegen den reichen Bankier einzuwenden hatte, dass der Stadtkommandant in ihrem Herzen mehr als es sein sollte, Kommandant geworden war. Nicht um den Kommandanten, so lieb er ihr auch war, zu begünstigen, sondern jede Übereilung und das daraus mögliche Unglück zu verhüten, trachtete sie nun, die förmliche Verlobung des Bankiers mit ihrer Tochter zu verspäten. Sie wünschte, die jungen Leute sollten sich erst kennenlernen, Friederike sollte sich erst an ihr bestimmtes Schicksal in Gedanken gewöhnen. Nebenbei war doch auch erst näher zu erfahren, ob Herr von Hahn durch sein Herz das Herz Friederikens verdiene. Daher hatte die sorgliche Mutter dem Herrn Bantes, obwohl er ihr das auch für sie hochwichtige Verfügen über die Hand seiner Tochter bis zum Geburtstag verheimlicht hatte, nie in seiner Wahl widersprochen, keinen Vorwurf gemacht.
Sie kannte Herrn Bantes zu gut. Widerspruch würde ihn noch erpichter auf seine Sache gemacht haben. Darum spann sie jenes Gespräch mit ihm an und schob ihm den Dorn ins Gewissen und freute sich, als sie wahrnahm, es sei nicht ohne Wirkung geblieben. Darum hatte sie auch, schon am Geburtstage selbst, an eine Freundin in der Residenz um Erkundigung über den sittlichen Wert des Herrn von Hahn geschrieben. Die Antwort traf an demselben Tage ein, als das schöne Wetter dem Herrn Bantes Schrecken machte. Herr von Hahn ward in dem Briefe der Freundin als einer der rechtschaffensten Männer geschildert, der jedermanns Achtung und bisher auch jedermanns Bedauern genossen hätte, nicht nur, weil er immer sehr kränklich, sondern bisher auch in fast sklavischer Abhängigkeit von seinem alten, mürrischen, wunderlichen und geizigen Vater gewesen wäre. Seit einigen Wochen aber habe der junge Mann die sämtlichen Geschäfte des Alten übernommen. Der Alte zöge sich nun auf ein Landgut zurück, weil er schon die Altersschwäche zu sehr fühle, schwer höre und selbst durch die Brille nicht mehr gut sehe. Diese angenehmen Nachrichten machten der Frau Bantes gutes Wetter. Ein anderer Umstand brachte das gute Wetter für Friederiken und den Kommandanten an demselben Tage. Waldrich war nämlich, im Auftrag der Frau Bantes, in Riekchens Zimmer getreten. Das Mädchen saß am Fenster, die Stirne auf die neue Harfe gelehnt, die sie vor sich hatte. »Fräulein, Mama wünscht zu wissen, ob Ihnen gefällig wäre, mit uns beim schönen Wetter eine Fahrt ins Freie zu machen.« Riekchen antwortete nicht, sondern drehte das Gesicht noch ein wenig mehr von ihm ab gegen das Fenster. »Ihre Gnaden sind ungehalten?« fragte Waldrich, der da glaubte, sie wolle mit ihm Scherz treiben. »Hab ich zum Frühstück nicht, auch wider Neigung, eine Tasse Schokolade mehr getrunken, bloß weil Ihre Gnaden befahlen? Bin ich nicht pünktlich und zur rechten Zeit von der Parade zum Essen gekommen? Hab ich bei Tisch nicht mein ehrerbietiges Ja gesagt?« Es folgte keine Antwort. Er stand eine Weile schweigend da, ging dann zur Tür, als wolle er fort, kehrte dann wieder um und sagte ungeduldig, »Kommen Sie, Riekchen, das Wetter ist herrlich.« Darauf ertönte ein dumpfes »Nein«. Er erschrak bei dem Tone, denn dieser verriet, dass er unter Tränen hervorgegangen war. »Was fehlt Ihnen?« sagte er ängstlich und nahm die unter ihrer Stirn ruhende Hand von der Harfe und zwang sie aufzusehen. »Will Mama ihm vielleicht mit uns entgegenfahren? Soll er heut ankommen? Hat sie das gesagt?« fragte Friederike hastig und trocknete mit dem weißen Tuch ihre rotgeweinten Augen. Waldrichs Blick verdunkelte sich. Halb unwillig sagte er, »O Friederike, es ist nicht recht von dir, dass du so fragst. Glaubst du, ich möchte dich noch einladen, wenn ich so etwas nur ahnen könnte? Wollte Gott, er käme nicht, ehe ich davon wäre.« »Wie davon?« »In eine andere Garnison. Ich habe dem General schon an deinem Geburtstag geschrieben und gebeten, und noch keine Antwort.« Riekchen sah ihn verdrießlich an, stand auf und sagte, »Georg, nimm mir's nicht übel, das war einmal wieder einfältig von dir.« »Ich kann, ich will, ich darf aber nicht bleiben.« »Waldrich, ist das Ihr Ernst? Sie werden machen, dass ich Ihnen zeitlebens böse werde.« »Und wollen Sie meinen Tod, wenn Sie mich zwingen, Ihr Hochzeitsgast zu sein?« »Sie sollen nie zu meiner Hochzeit eingeladen werden. Wer hat Ihnen gesagt, dass ich mein Ja-Wort schon gegeben?« »Sie dürfen es nicht verweigern.« »Und, ach Gott, ich kann es doch nicht geben«, schluchzte das Fräulein und verhüllte ihr Gesicht. Auch Waldrich ward von seinem geheimen Schmerz übermannt. Dies war das erste Mal, dass beide unter sich diesen Gegenstand berührten, obgleich er ihnen nie aus dem Sinn gekommen war. Am letzten Geburtstage, als beide zum ersten Mal von der Gewissheit oder Möglichkeit erschreckt wurden, sich in Zukunft nicht mehr sein zu können, was sie bisher in unbefangener Fortsetzung jugendlicher Zusammengewöhnung gewesen waren, hatten sie zum ersten Mal in sich erkannt, mit welcher Liebe sie aneinander hingen. Beide betrachteten sich seit jenen drei verräterischen Festtagsküssen mit ganz anderen Augen.
Beide verstanden sich, wussten, dass sie liebten und geliebt wurden, ohne es einander mit Worten zu sagen. In beiden war plötzlich das ruhige, alles verschönernde Licht der Freundschaft zur Flamme geworden. Beide wollten diese voreinander verbergen und erhöhten damit nur die innere Macht derselben. Nach einer Weile trat Waldrich wieder zu ihr und sagte in treuherzigem Tone, »Riekchen, dürfen wir noch miteinander bleiben, wie es bisher war?« »Waldrich, können wir denn gegeneinander anders werden als bisher?« »Können? Ich? Das ist unmöglich. Ach, ich wusste selbst nicht, Riekchen, was mein Glück gewesen. Und nun ich dich verliere, weiß ich erst, dass ich verloren bin.« »Verloren, Georg? Sage mir das nicht und mache mich nicht unglücklich. Es ist ein entsetzliches Wort, das. Nenn es nicht wieder. Aber wenn er kommt, dann wird Gott sorgen. Da, nimm meine Hand, Georg. 10.000-mal lieber verlob ich mich dem toten Gaste. Aber du sagst das weder dem Papa noch der Mama. Ich will es ihnen sagen, wenn es Zeit ist. Nimm auf dieses Wort meine Hand und sei ruhig für mich.« Er nahm ihre Hand und bedeckte sie mit heißen Küssen. »Es ist ein Lebenswort, Fräulein«, sagte Waldrich. »Ich durfte es kaum erwarten. Aber ich nehme es von Ihnen. Brechen Sie es, so brechen Sie mein Leben.« »Und sind Sie nun wieder froh und glücklich?« »Ach, ich war's noch nie so wie in diesem Augenblick«, rief er. »Fort«, rief Rieke, »die Mama wird dich erwarten. Fort, ich mache meine Toilette und fahre mit euch.« Sie stieß ihn zurück und drängte ihn zur Tür, aber an der Tür erlaubte sie ihm einen Abschiedskuss. Wie ein Trunkener ging er und meldete der Frau Bantes Friederikes Entschluss. Sich selbst nicht empfindend, sank Friederike auf einen Sessel hin und verging im Traum ihrer Seligkeit und vergaß die Spazierfahrt. Der Wagen wartete. Frau Bantes ging endlich selbst, die Tochter zu holen. Diese saß träumend da, das Köpfchen von blonden Locken umringelt, auf die Brust gesenkt, die gefalteten Hände im Schoß. »Was sinnest du? Oder betest du?« fragte die Mama. »Ich habe mit Gott gesprochen.« »Ist dir wohl?« »Wie einem Engel bei Gott.« »Dein Ernst, Riekchen? Du scheinst geweint zu haben.« »Ja, ich habe geweint. Aber ich bin nun glücklich, Mama. Kommen Sie zum Wagen, ich nehme nur noch den Hut.« Sie nahm den Hut und stellte sich vor den Spiegel, unter dem das rosenrote Seidenband lag, das Waldrich um die Geburtstagsharfe geschlungen hatte. Sie nahm es, band es sich um ihren Leib als Schleife. Frau Bantes schwieg, aber sie beschloss, dem Kommandanten nie wieder einen Auftrag an das Mädchen zu geben. Ende von Kapitel 9, gelesen von Hokus Pokus. Kapitel 10, Abschnitt 1 von Der tote Gast von Heinrich Zschokke. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Sage vom toten Gast, Abschnitt 1. Am folgenden Abend war im Hause des Herrn Bantes die gewöhnliche erste Wintergesellschaft. So hieß in Herbesheim, was in anderen Städten auch Kränzchen, Soiree, Tee und so weiter genannt wird. Unter den besten Familien der kleinen Stadt ging es nämlich der Reihe nach herum, sich jede Winterwoche einmal freundlich und einfach zu bewirten, mit Musik, Gesang, Gespräch, Spiel und Scherz den langen Abend zu erheitern. Zu bemerken ist übrigens im Vorbeigehen, dass unter Spiel kein Kartenspiel verstanden ward, wie es gewöhnlich die armselige Unterhaltung von Leuten zu sein pflegt, die zwischen Medisieren und Langeweile haben, keinen Mittelweg durch ein erheiterndes Gesellschaftsspiel kennen. Diesen Abend beim Herrn Bantes war aber weder an Gesang noch Musik, weder an Spiel noch Scherz zu denken. Man sah sich in diesem Kreis und diesen Winter das erste Mal. Man hatte einander viel zu sagen, und weil in 3 Tagen der erste Advent war, kann man denken, dass der tote Gast die Kosten der Unterhaltung bestreiten musste. Die jungen Frauenzimmer zu erhalten,
Er war beim Regiment wegen seiner Liebenswürdigkeit und vielen Kenntnisse sehr geachtet. Allein mit der Anstellung ging es nicht so schnell, als er hoffte. Es waren zu viele Söhne und Vettern von Geheimräten, Präsidenten und so weiter zu versorgen, die so klug gewesen waren, andere in den Heiligen Krieg ziehen zu lassen, aber für ihre Person zu Hause zu bleiben. Auch hatten sie wohl vor ihm das Ansehen der Geburt voraus, denn Waldrich stammte nur von bürgerlichen Eltern. So ließ es sich nicht ändern. Er blieb Oberleutnant, und umso lieber, weil ihm Herr Bantes, sein gewesener Vormund, längst den winzigen Rest seines väterlichen Erbteils ausgehändigt hatte und dieses längst schon zu allen Heiden ausgewandert war. Er trieb sich also in der Besatzung umher, machte in den Wachstuben Gedichte und auf den Paraden philosophische Betrachtungen. Dies gab ihm bittere Langeweile, bis einmal die Truppen verlegt wurden. Da traf es sich ganz unerwartet, dass seine Kompanie Befehl erhielt, nach Herbesheim in Besatzung zu gehen. An der Spitze seiner Kompanie, denn der Hauptmann, ein reicher Baron, war auf Urlaub, rückte er als Kommandierender in sein Vaterstädtchen ein. Oh, wie ward ihm beim Anblick der zwei schwarzen, hochgespitzten Türme und des alten, wohlvertrauten, grauen Torturms. Vor dem Rathaus schwieg die Trommel. Ein paar Ratsherren brachten die Quartiersbillets. Der Kommandierende, versteht sich, ward ins Vornehmste, das ist ins reichste Haus der Stadt einquartiert, also auch zu Herrn Bantes. Angenehmeres hätte ihm der gesamte löbliche Stadtrat nicht erweisen können. Die Kompanie schied gar vergnügt auseinander, denn es war um die beliebte Mittagsstunde und die ehrsame Bürgerschaft, von der Einquartierung zeitig belehrt, hatte sich auf den Empfang der neuen Gäste vorbereitet. Waldrich, der die beiden Ratsherren noch von seiner Knabenzeit her wohl kannte, bemerkte, dass er ganz unkenntlich geworden sein müsse, denn sie behandelten ihn fremd und ehrerbietig und führten ihn, obwohl er es ablehnte, selbst zum Hause des Fabrikherrn. Hier empfing ihn Herr Bantes ebenso fremd und führte ihn gar höflich in ein sehr artiges Zimmer. »Herr Kommandant«, sagte Herr Bantes, »dieses und die anstoßenden Zimmer hatte auch Ihr Vorfahre, nehmen Sie vorlieb. Machen Sie sich's bequem, und dann erwarten wir Sie zum Essen und dergleichen. Tun Sie, als wären Sie zu Hause.« Unseren Waldrich belustigte sein unerwartetes Inkognito. Er nahm sich auch vor, es erst bei irgendeiner passenden Gelegenheit aufzuziehen, davon wäre. »Wie davon?« »In eine andere Garnison. Ich habe dem General schon an deinem Geburtstag geschrieben und gebeten, und noch keine Antwort.« Riekchen sah ihn verdrießlich an, stand auf und sagte, »Georg, nimm mir's nicht übel, das war einmal wieder einfältig von dir.« »Ich kann, ich will, ich darf aber nicht bleiben.« »Waldrich, ist das Ihr Ernst? Sie werden machen, dass ich Ihnen zeitlebens böse werde.« »Und wollen Sie meinen Tod, wenn Sie mich zwingen, Ihr Hochzeitsgast zu sein?« »Sie sollen nie zu meiner Hochzeit eingeladen werden. Wer hat Ihnen gesagt, dass ich mein Ja-Wort schon gegeben?« »Sie dürfen es nicht verweigern.« »Und, ach Gott, ich kann es doch nicht geben«, schluchzte das Fräulein und verhüllte ihr Gesicht. Auch Waldrich ward von seinem geheimen Schmerz übermannt. Dies war das erste Mal, dass beide unter sich diesen Gegenstand berührten, obgleich er ihnen nie aus dem Sinn gekommen war. Am letzten Geburtstage, als beide zum ersten Mal von der Gewissheit oder Möglichkeit erschreckt wurden, sich in Zukunft nicht mehr sein zu können, was sie bisher in unbefangener Fortsetzung jugendlicher Zusammengewöhnung gewesen waren, hatten sie zum ersten Mal in sich erkannt, mit welcher Liebe sie aneinander hingen. Beide betrachteten sich seit jenen drei verräterischen Festtagsküssen mit ganz anderen Augen. Beide verstanden sich, wussten, dass sie liebten und geliebt wurden, ohne es einander mit Worten zu sagen. In beiden war plötzlich das ruhige, alles verschönernde Licht der Freundschaft zur Flamme geworden. Beide wollten diese voreinander verbergen, und erhöhten damit nur die innere Macht derselben.
Nach einer Weile trat Waldrich wieder zu ihr und sagte in treuherzigem Tone: »Riekchen, dürfen wir noch miteinander bleiben, wie es bisher war?« »Waldrich, können wir denn gegeneinander anders werden als bisher?« »Können? Ich? Das ist unmöglich. Ach, ich wusste selbst nicht, Riekchen, was mein Glück gewesen. Und nun ich dich verliere, weiß ich erst, dass ich verloren bin.« »Verloren, Georg? Sage mir das nicht und mache mich nicht unglücklich. Es ist ein entsetzliches Wort, das. Nenn es nicht wieder. Aber wenn er kommt, dann wird Gott sorgen. Da, nimm meine Hand, Georg. 10.000-mal lieber verlob ich mich dem toten Gaste. Aber du sagst das weder dem Papa noch der Mama. Ich will es ihnen sagen, wenn es Zeit ist.« Servierte vom Teller hob, fand sie auf diesem ein kostbares Halsband von orientalischen Perlen, einen prächtigen Brillantring und einen an sie gerichteten Brief. Das Fräulein erstaunte freudig und hob die glänzende Schnur und den blitzenden Ring mit mädchenhaftem Wohlgefallen. Herr Bantes sah sie mit freudefunkelnden Augen an und weidete sich an ihrer und aller Anwesenden Überraschung. Ring und Perlenband gingen darauf an der Tafel umher auf dem Teller, dass jeder die Pracht bequemer schauen könne. Friederike hatte inzwischen den Brief erbrochen und las ihn. Ihre Gesichtszüge verrieten noch mehr Erstaunen, als sie schon vorher bei dem Geschenk geäußert hatte. Herr Bantes schwamm in Seligkeit. Die Mama studierte mit einer ängstlichen Neugier die gespannten Gesichtszüge der Tochter. Friederike schwieg lange, indem sie sinnig das Blatt betrachtete. Endlich legte sie es nieder. »Lass auch den Brief herumgehen«, rief der entzückte Vater. Sie gab den Brief verlegen und stumm an die neben ihr sitzende Mutter. »Nun, Riekchen«, rief der Alte, »hat dir die Überraschung den Atem und dergleichen gestohlen? Gelt, der Papa weiß es anzustellen.« »Wer ist der Herr von Hahn?« fragte Friederike mit dunkler Miene. »Wer anders denn als der Sohn meines alten ehemaligen Associé Hahn, des berühmten Bankiers? Könntest du für dich einen anderen erwarten? Der Alte hat bessere Geschäfte gemacht als ich hier mit meiner Fabrik. Nun setzt er sich in Ruhe. Sein Sohn, der junge Hahn, übernimmt die ganze Sache des Alten, und du wirst die Henne des jungen Hahn.« Frau Bantes gab, indem sie mit dem sich sanft hin und her bewegenden Kopf eine stille Missbilligung äußerte, den Brief an den Kommandanten. Der Inhalt war folgender: »Zu Ihrem Geburtstagsfeste, mein schönes Fräulein, drängt sich, leider diesmal im Geiste nur, weil der Arzt bei rauer Witterung die Reise untersagt hat, ein Ihnen Unbekannter. Ach, dass ich sagen muss, Unbekannter, dass ich nicht statt dieser Zeilen selbst nach Herbesheim fliegen und dort um Ihre Hand flehen und das, was unsere guten Väter in der Herzlichkeit ihrer Jugendfreundschaft wegen unserer Verbindung beschlossen haben und was meine Sehnsucht so ungeduldig verlangt, vollenden kann. O, mein angebetetes Fräulein, mit der ersten milden Witterung, wenn auch noch etwas kränklich, eile ich nach Herbesheim. Ich segne mein Schicksal. Ich mache es zur Aufgabe meines Lebens, dass auch Sie einst unser vereintes Schicksal segnen sollen. Nur um die Hand darf ich flehen, sich wussten, dass Sie liebten und geliebt wurden, ohne es einander mit Worten zu sagen. In beiden war plötzlich das ruhige, alles verschönernde Licht der Freundschaft zur Flamme geworden. Beide wollten diese voreinander verbergen und erhöhten damit nur die innere Macht derselben. Nach einer Weile trat Waldrich wieder zu ihr und sagte in treuherzigem Tone: »Riekchen, dürfen wir noch miteinander bleiben, wie es bisher war?« »Waldrich, können wir denn gegeneinander anders werden als bisher?« »Können? Ich? Das ist unmöglich. Ach, ich wusste selbst nicht, Riekchen, was mein Glück gewesen. Und nun ich dich verliere, weiß ich erst, dass ich verloren bin.« »Verloren, Georg? Sage mir das nicht und mache mich nicht unglücklich. Es ist ein entsetzliches Wort, das. Nenn es nicht wieder.«
Aber wenn er kommt, dann wird Gott sorgen. Da, nimm meine Hand, Georg. 10.000-mal lieber verlob ich mich dem toten Gaste. Aber du sagst das weder dem Papa noch der Mama. Ich will es ihnen sagen, wenn es Zeit ist. Nimm auf dieses Wort meine Hand und sei ruhig für mich. Er nahm ihre Hand und bedeckte sie mit heißen Küssen. Es ist ein Lebenswort, Fräulein, sagte Waldrich. Ich durfte es kaum erwarten. Aber ich nehme es von Ihnen. Brechen Sie es, so brechen Sie mein Leben. Und sind Sie nun wieder froh und glücklich? Ach, ich war's noch nie so wie in diesem Augenblick, rief er. Fort, rief Rieke, die Mama wird dich erwarten. Fort, ich mache meine Toilette und fahre mit euch. Sie stieß ihn zurück und drängte ihn zur Tür, aber an der Tür erlaubte sie ihm einen Abschiedskuss. Wie ein Trunkener ging er und meldete der Frau Bantes Friederikes Entschluss. Sich selbst nicht empfindend, sank Friederike auf einen Sessel hin und verging im Traum ihrer Seligkeit und vergaß die Spazierfahrt. Der Wagen wartete. Frau Bantes ging endlich selbst, die Tochter zu holen. Diese saß träumend da, das Köpfchen von blonden Locken umringelt, auf die Brust gesenkt, die gefalteten Hände im Schoß. »Was sinnest du? Oder betest du?« fragte die Mama. »Ich habe mit Gott gesprochen.« »Ist dir wohl?« »Wie einem Engel bei Gott.« »Dein Ernst, Riekchen? Du scheinst geweint zu haben.« »Ja, ich habe geweint. Aber ich bin nun glücklich, Mama. Kommen Sie zum Wagen, ich nehme nur noch den Hut.« Sie reiten mit. Sie machte mit der Hand ein Zeichen, wie man unartigen Kindern Strafe gibt, vergolten wird. Buchhalter, Kassierer, Fabrikaufseher und Schreiber machten bei dieser sonderbaren Tischszene ihre unschuldigen Bemerkungen. Erst das kecke Anerbieten, das Herr Bantes dem Hauptmann getan hatte, ihm alles zu gewähren, was er bitten würde, ein Anerbieten, das Waldrich so übel verstand, dann die ausgebrachte Gesundheit zu Ehren der künftigen Frau Hauptmännin. Wahrlich, der Günstling des Glückes musste blind sein, dass er nicht begriff, was ihm Papa Bantes begreiflich machen wollte. »Und ich glaube doch«, sagte der Fabrikaufseher leise zum Kassierer, als man vom Tische aufstand, »die Sache ist heute richtig gemacht. Was meinst du? Es gibt ein Paar.« Der Kassierer erwiderte ebenso leise, »Mir graut's. Ich denke an den toten Gast. Ich kann nicht anders.« Die Formalität des Geburtstagskusses begann. Man ging rings um den Tisch, sich, gesegnete Mahlzeit wünschend, einander entgegen. Waldrich empfing von jedem Umarmung und Kuss. Er traf auf Fräulein Bantes. Unbefangen höflich näherten sie sich einander und gaben sich einander den Kuss. Aber indem sie ihn gegeben hatten, sahen sie einander auf sonderbare Weise in die Augen, wie Personen, die sich ganz unerwartet als alte Freunde erkannt hätten. Beide schwiegen, sahen Aug in Auge, wie in den Herzensgrund, und neigten sich noch einmal mit den Lippen zusammen und wiederholten den Kuss, als wenn der erste gar nicht gegolten hätte. Ich weiß nicht, ob das jemand bemerkt hatte, aber das weiß ich, Mama Bantes senkte bescheiden ihre Augen nieder auf den Brillantring an ihrem Finger, und Waldrich ließ sich nach diesem vom Kassierer und Buchhalter und so weiter küssen. Er fühlte keinen anderen Kuss mehr, verlangte keinen zweiten mehr, sondern ließ den ersten jedes Mal gelten. In der Tat aber sah er aus, als wäre ihm die breite Brust zu eng geworden, und Fräulein Bantes ging ebenfalls mit einer Miene zum Fenster hin, als wäre ihr etwas angetan. Doch das zerstreute sich bald. Die Heiterkeit nahm ihr voriges Recht wieder ein. Zwei Chaisen standen draußen angespannt, und man fuhr aufs Land, den lieblichen Herbstnachmittag im Grünen zuzubringen. Ende von Kapitel 6, gelesen von Hokus Pokus. Kapitel 7 von Der tote Gast von Heinrich Zschokke. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain.
jedoch wenigstens, dass die Sage schon älter als 100 Jahre gewesen sei, ja, dass vielleicht vor 200 Jahren irgend etwas Ähnliches begegnet sein müsse, weil sich das Kirchenbuch darauf beruft. Die älteren Kirchenbücher sind leider nicht mehr vorhanden. Sie gingen bei einer Feuersbrunst im Spanischen Erbfolgekrieg verloren. Wie dem nun auch sei, jedem war die Sage bekannt. Jeder behauptete, sie sei ein lächerliches Gespenster- und Ammenmärchen. Und fast jeder dachte doch mit, ich möchte sagen, neugieriger Ängstlichkeit, an die bevorstehende Adventszeit, um zu erfahren, was an der Sache sei. Denn, meinten bei sich im Stillen selbst die aufgeklärtesten Köpfe, es gibt ja, laut Hamlets Zeugnis, am Ende noch vielerlei Dinge zwischen Himmel und Erde, von denen sich unsere Philosophie nichts träumen lässt. Der alte Stadtpfarrer, zu dem man nun häufiger besuchsweise kam, um die wunderliche Stelle im Kirchenbuche mit eigenen Augen zu lesen, äußerte sich auch etwas zweideutig, obwohl er sonst ein sehr verständiger Herr war. Entweder sagte er, »Es will mich wundern, ob, aber ich glaube es doch nicht«, oder »Gott verhüte, dass ich so etwas ins Kirchenbuch eintragen müsse.« Am ungläubigsten waren die jüngeren Herren. Sie machten sich bei dieser Gelegenheit darüber tapfer lustig. Die Jungfrauen stellten sich zwar auch stark, aber sie stellten sich auch nur so. Heimlich gedachte gewiss jede, ihr jungen Herren habt gut lachen. Es geht das Spiel am Ende nicht um eure Köpfe und Nacken, sondern, und das ist abscheulich, nur um unsere. Die Wirkung dieser Sage und des Glaubens oder Aberglaubens bemerkte niemand besser als der alte Pfarrer. Denn wo irgendeine Liebschaft, irgendeine Brautschaft in der Stadt war, alles tummelte sich, die Hochzeit noch vor dem ersten Advent abzutun. Und wo keine Hoffnung auf baldige Vermählung sein konnte, ward Liebschaft und Brautschaft von Grund aus abgebrochen und hätte das Herz darüber brechen mögen. Nun kann man sich erklären, was die schönen Herbesheimerinnen unter Gefahr verstanden, wenn sie den Kommandanten wider ihren Willen einnehmend fanden. Es war ihnen im buchstäblichen Verstande ums Köpfchen und vor dem Besuch des toten Gastes bange. Man muß ihnen daher gern den etwas unnatürlich stillen Schwur verzeihen, vor Advent und während der Adventszeit nicht im Mindesten zu lieben, und käme ein Engel vom Himmel, ihn nicht freundlicher anzusehen als je. Kapitel 8 von Der tote Gast von Heinrich Zschokke. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Beratungen. Papa Bantes hielt Wort. Mit keiner Silbe mehr geschah Erwähnung von dem gewissen jemand. Eitles Treiben, desto mehr dachte nun jeder im Haus an ihn. Regelmäßig, morgens, mittags und abends, ging Herr Bantes zum Barometer, klopfte an, um das Quecksilber steigen zu machen und für reisende, kränkliche Leute schönes Wetter zu erzwingen. Friederike, wenn es niemand bemerkte, klopfte auch, um das Quecksilber fallen zu machen. Waldrich, nicht minder Frau Bantes, schielten auch öfter als sonst nach der weissagenden Röhre Torricellis. »Das Wetter bessert offenbar«, sagte eines Tages Herr Bantes, da er sich mit der Mama allein im Zimmer befand. »Die Wolken zerteilen sich. Ich denke, er ist schon unterwegs.« »Das verhüte Gott, Papa. Mir schiene überhaupt geraten, du würdest Herrn von Hahn schreiben, nicht vor Weihnachten nach Herbesheim zu kommen. Und wenn ich auch nicht an das alberne Geschwätz glauben mag, so kann man sich doch nicht erwehren, ängstlich zu sein.« »Ei, ei, Mama, denkst du an den toten Gast?« »Possen, schäme dich.« »Ich gebe es zu, lieber Mann, es ist Torheit. Allein, es dürfte unserem Kinde in der Adventszeit begegnen, was wolle, man würde immer, ja bloß der Gedanke daran könnte, wenn etwa Riekchen unpässlich würde, das Übel verschlimmern. Und wenn ich auch nicht an Gespenster glaube, und wenn auch Friederike darüber lacht, möchten wir doch zum Beispiel nicht nachts in der Kirche herumgehen. Der Mensch ist nun so. Verschiebe die förmliche Verlobung bis nach der fatalen Zeit.
Nach Advent haben die jungen Leute noch 100 Jahre Muße, sich einander zu sehen, Verlobung und Hochzeit zu machen. Warum denn eben jetzt geeilt? Was schadet ein Verzug von wenigen Wochen? Schäme dich, Mama. Mute mir nicht Torheiten zu. Eben deswegen gerade, weil der Pöbel sein Larifari mit dem toten Gaste hat, muss Friederike jetzt Braut werden, muss jetzt Verlobung sein. Man muss ein Beispiel geben. Es ist für uns Pflicht und dergleichen. Sehen die Leute in der Stadt, dass wir uns um keinen toten Gast bekümmern, dass wir unsere Tochter verloben, allem Geschwätz zum Trotz, dass Riekchen den Kopf behält und ihr keiner den Hals umdreht, so ist dem tollen Aberglauben der Hals umgedreht auf immer. Den Leuten bloß predigen, seid einmal gescheit, tut Buße, werdet fromm, das hilft nicht, sondern hübsch voran, Herr Pfarrer, voran. Gesetzt aber, Papa, dein Kind ist jedoch auch wetterbessert offenbar, sagte eines Tages Herr Bantes, da er sich mit der Mama allein im Zimmer befand. Die Wolken zerteilen sich. Ich denke, er ist schon unterwegs. Das verhüte Gott, Papa. Mir schiene überhaupt geraten, du würdest Herrn von Hahn schreiben, nicht vor Weihnachten nach Herbesheim zu kommen. Und wenn ich auch nicht an das alberne Geschwätz glauben mag, so kann man sich doch nicht erwehren, ängstlich zu sein. Ei, ei, Mama, denkst du an den toten Gast? Possen, schäme dich. Ich gebe es zu, lieber Mann, es ist Torheit. Allein, es dürfte unserem Kinde in der Adventszeit begegnen, was wolle, man würde immer, ja bloß der Gedanke daran könnte, wenn etwa Riekchen unpässlich würde, das Übel verschlimmern. Und wenn ich auch nicht an Gespenster glaube, und wenn auch Friederike darüber lacht, möchten wir doch zum Beispiel nicht nachts in der Kirche herumgehen. Der Mensch ist nun so. Verschiebe die förmliche Verlobung bis nach der fatalen Zeit. Nach Advent haben die jungen Leute noch 100 Jahre Muße, sich einander zu sehen, Verlobung und Hochzeit zu machen. Warum denn eben jetzt geeilt? Was schadet ein Verzug von wenigen Wochen? Schäme dich, Mama. Mute mir nicht Torheiten zu. Eben deswegen gerade, weil der Pöbel sein Larifari mit dem toten Gaste hat, muss Friederike jetzt Braut werden, muss jetzt Verlobung sein. Man muss ein Beispiel geben. Es ist für uns Pflicht und dergleichen. Sehen die Leute in der Stadt, dass wir uns um keinen toten Gast bekümmern, dass wir unsere Tochter verloben, allem Geschwätz zum Trotz, dass Riekchen den Kopf behält und ihr keiner den Hals umdreht, so ist dem tollen Aberglauben der Hals umgedreht auf immer. Den Leuten bloß predigen, seid einmal gescheit, tut Buße, werdet fromm, das hilft nicht, sondern hübsch voran, Herr Pfarrer, voran. Gesetzt aber, Papa, dein Kind ist jedoch auch lieb. Gesetzt nun, siehst du, vor 100 Jahren muss doch, laut dem Kirchenbuche, etwas Unglücks begegnet sein, sei es gewesen, was es wolle. Vielleicht waren damals auch Menschen, die sich über die alte Sage hinwegsetzten. Nun, wir wollen es auch tun. Aber wenn du die Verlobung eben in die böse, verrufene Adventszeit dieses 100. Jahres legst und, was Gott verhüte, es geschähe dann das... Halt, du willst doch nicht sagen, Friederikes Gesicht im Nacken. Ich mag den Teufelseinfall gar nicht denken. Bleib mir damit vom Leibe, sag ich. Nein, aber zum Beispiel Herr von Hahn käme in diesen berüchtigten Tagen bei diesem winterlichen Wetter zu uns. Denke nur, kränklich istlich willkommen, Herr Waldrich. Waren ein Knirps und sind mir ganz aus den Augen gewachsen, Herr Waldrich. Ja, nun heißt es nicht mehr Georg, sondern Herr Waldrich. Oder wohl gar Herr von Waldrich und dergleichen. Sind Sie von Adel? Nein. Und der Bandzipfel da im Knopfloch bedeutet nichts? Dass ich mit meiner Kompanie eine feindliche Schanze nahm und gegen 3-4 Stürme sie behauptete. Wie viel Mann kostete das? 12 Tote, 17 Verwundete. Also 29 Menschenkinder für ein Achtele Seidenband. Verdammt teure Ware, die der Fürst verkauft. Und doch in jedem Kramladen um ein paar Kreuze einzuhandeln. Setzen wir uns, trinken wir. Friederike, bediene. Viel Beute gemacht? Wie stehen die Finanzen?
Waldrich zuckte lächelnd die Achseln. »Wir zogen aber auch nicht der Beute willen ins Feld, sondern des Vaterlands willen, dass es nicht die Beute der Franzosen bleibe.« »Schön, schön. Ich liebe solche Gesinnungen, und es ist gut, dass man auch bei leeren Säcken darauf hält. Und Ihr väterliches Kapitälchen, sicher und solid angelegt?« Waldrich ward rot und sagte dabei lachend, »Ich bin sicher, es geht mir nicht wieder verloren.« Ende von Kapitel 3, gelesen von Hokus Pokus. Kapitel 4 von Der tote Gast von Heinrich Zschokke. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Der tote Gast. Kaum war im Städtchen laut geworden, wer der Kommandant sei, sammelten sich die alten Bekannten wieder um ihn. Waldrich ward in alle Gesellschaften der besten Häuser gezogen und er in allen der beste Gesellschafter, geistvoll, witzig, brav, ein angenehmer Erzähler, mit den Gelehrten gelehrt, mit den Kunstfreunden Künstler, er zeichnete gut, spielte Flügel und Flöte mit Fertigkeit, tanzte allerliebst, und die Frauen und Töchter gaben zu, er sei ein schöner, flüchtiger, aber eben darum äußerst gefährlicher junger Mann. Was die Gefährlichkeit betrifft, wusste eigentlich keine der Schönen bei sich ins Klare zu bringen, ob er durch sein bescheidenes Wesen die Gefahr vermindere oder vergrößere. Indessen war es eben damals im Städtchen keiner Schönen und keiner Hässlichen sehr darum getan, Eroberungen zu machen oder sich erobern zu lassen. Jede vielmehr verwahrte ihr Herz mit ungewöhnlicher Sorgfalt. Die Ursache dieser Enthaltsamkeit wird, wer nicht zu Herbesheim wohnt oder die handschriftlichen Chroniknehmungen, ohne viele Worte, selbst der lebhafte, feurige Geist ihres Mannes, der ihr am wenigsten gehorchen wollte, gehorchte ihr, ohne es zu ahnen, am meisten. Dass sich Waldrich nicht entdeckte, war ihr etwas verdächtig. Sie wollte schweigend den Grund erforschen. Waldrich hatte in der Tat keinen Grund, sondern suchte nur einen Anlass, die Familie mit seinem Namen zu überraschen. Da er abends zum Tee gerufen wurde, fand er im Zimmer niemand als Friederiken. Sie kam eben von einem Besuch heim und warf ihren Schal ab. Waldrich trat zu ihr. »Fräulein«, sagte er, »ich muss Ihnen noch Dank für den Schutz sagen, den Sie meinem Freund Waldrich gewähren wollten.« »Sie kennen ihn, Herr Kommandant?« »Er dachte ihrer oft, aber gewiss nicht so oft, als sie verdienten.« »Er ist in unserem Haus erzogen worden. Ein wenig undankbar ist es aber doch, dass er, einmal von uns weg, nie auch nur zu Besuch zu uns kam. Beträgt er sich gut? Ist er geschätzt?« »Man hat nicht über ihn zu klagen. Keiner hat so sehr über ihn zu klagen als Sie, mein Fräulein.« »Dann muss er ein guter Mensch sein, denn ich habe nichts gegen ihn.« »Aber er ist noch, wie ich weiß, Ihr Schuldner.« »Er ist mir nichts schuldig.« »Aber er sprach von einem Reisegelde, das er damals zu seiner Einrichtung gebraucht, als er zur Armee gehen wollte und sein Vormund ihm es verweigert hatte.« »Ich habe es ihm ja gegeben, nicht geliehen.« »Ist er darum Ihnen weniger schuldig, Thusnelde?« Friederike sah den Kommandanten bei diesem Namen starr an, und es ging ihr wie ein Licht auf, und sie errötete, da sie ihn erkannte. »Es ist nicht möglich«, rief sie freudig überrascht. »Wohl, liebe Friederike, wenn ich Sie noch so nennen darf. Ach, das schöne Du darf ich nicht mehr sagen. Der Schuldner, der Sünder steht vor Ihnen. Verzeihen Sie ihm. Ja, hätte er früher gewusst, was er nun weiß, er wäre schon tausendmal für einmal nach Herbesheim gekommen.« Er nahm ihre Hand und küsste dieselbe. In dem Augenblicke trat Frau Bantes herein. Friederike eilte ihr entgegen. »Wissen Sie, Mamachen, wie der Herr Kommandant heißt?« Das Antlitz der Frau Bantes ward von einem milden Rot überflossen. Sie sagte sanft lächelnd, »Georg Waldrich.« »Wie, Mamachen? Sie wussten es und verschwiegen es?«
sagte Friederike, die sich noch immer nicht von ihrer Überraschung Auge auf ihn hinüber. Und wenn sich beide zufällig mit den Blicken begegneten, war ihnen, als täten ihre Seelen geheime Fragen aneinander. In Waldrichs Auge lag etwas wie ein stummer Vorwurf, und in Friederikens Gemüt ward es, als vernähme sie von diesem Blicke eine angenehme Antwort. Die anderen plauderten anders, unterhielten sich wohl, und der Papa erreichte die volle Höhe seiner guten und mutwilligen Laune. Es traf sich eben, als man nach aufgehobener Tafel um den Tisch ging, um der schönen Königin des Festes den gesetzlichen Kuss zu geben, dass Waldrich und Friederike einander vor dem Vater begegneten. »Höre, Riekchen«, sagte der mutwillige Vater, »denke dir jetzt, unser Georg sei ein gewisser jemand, den ich bei Leibes- und Lebensstrafe nicht nennen darf, bis er hier ist. Denke dir das, dann wird der Kuss anders als ein gemeiner werden. Versuch's nur, du Närrchen.« Waldrich und Friederike standen voreinander. Er nahm ihre Hand. Sich, Aug in Aug verloren, ernst, fast wehmütig anschauend, neigten sie sich zum Kusse gegeneinander. Der Alte sprang mit einer komischen Bewegung auf die Seite, um den Kuss zu sehen. Er ward gegeben. Beide, indem sie sich zurückzogen, schlossen ihre Hände fester zusammen. Waldrich erblaßte. Friederikens Augen verdunkelten von einer Träne. Sie neigten noch einmal die Lippen zusammen. Nach diesem Kusse schienen beide voneinander gehen zu wollen. Rasch noch einmal flogen beide Lippen zusammen. Dann laut weinend eilte Friederike fort. Waldrich wankte gegen ein Fenster und zeichnete gedankenlos mit dem Finger im angelaufenen Glase desselben. Der Alte sah links und rechts mit dem Kopfe, während er übrigens steif und wie versteinert dastand. »Was zum Kuckuck ist denn los? Was hat denn das Mädchen?« rief er. »Was ist ihm begegnet?« Frau Bantes senkte ihre Augen schweigend nieder auf den Brillantring ihrer Hand. Sie wusste, was Friederike begegnet war, und sagte zu Herrn Bantes, »Papa, schone jetzt das Mädchen, lass es erst ausweinen.« »Aber«, rief der Alte hastig und lief zu Friederike. »Was hast du, Kind? Was weinst du?« Sie weinte und erwiderte, sie wisse es selbst nicht. »Ach, Flausen und dergleichen«, rief der Vater, »dir ist etwas geschehen. Bist du gekränkt worden? Hat etwa die Mama?« »Nein.« »Oder der Hauptmann dir etwas gesagt?« »Nein.« »Donner, doch nicht...« »Was? Rede doch! Ich!« »Dein Wort gebrochen und sie gekränkt. Du hast ihre Bitte verletzt. Und wieder, du weißt es wohl, an den jemand erinnert?« »Recht hast. Ich hätte es nicht tun sollen. Lass gut sein, Riekchen. Es geschieht nicht wieder. Wer nimmt aber dem Papa dergleichen auch auf der Stelle so hoch auf?« Friederike beruhigte sich. Frau Bantes führte sie zur Harfe. Waldrich musste stimmen. Die Flöte ward geholt. Man versuchte die neuen Notenstücke. Friederike spielte die Harfe unter Waldrichs Flötenbegleitung vortrefflich. Es ward noch ein schöner, genussvoller Abend. Ende von Kapitel 7, gelesen von Hokus Pokus. Kapitel 8 von Der tote Gast von Heinrich Zschokke. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Beratungen. Papa Bantes hielt Wort. Mit keiner Silbe mehr geschah Erwähnung von dem gewissen jemand. Eitles Treiben, desto mehr dachte nun jeder im Haus an ihn. Regelmäßig, morgens, mittags und abends, ging Herr Bantes zum Barometer, klopfte an, um das Quecksilber steigen zu machen und für reisende, kränkliche Leute schönes Wetter zu erzwingen. Friederike, wenn es niemand bemerkte, klopfte auch, um das Quecksilber fallen zu machen. Waldrich, nicht minder Frau Bantes, schielten auch öfter als sonst nach der weissagenden Röhre Torricellis. »Das Wetter bessert offenbar«, sagte eines Tages Herr Bantes, da er sich mit der Mama allein im Zimmer befand. »Die Wolken zerteilen sich. Ich denke, er ist schon unterwegs.« »Das verhüte Gott, Papa.
Mir schiene überhaupt geraten, du würdest Herrn von Hahn schreiben, nicht vor Weihnachten nach Herbesheim zu kommen. Und wenn ich auch nicht an das alberne Geschwätz glauben mag, so kann man sich doch nicht erwehren, ängstlich zu sein. Ei, ei, Mama, denkst du an den toten Gast? Possen, schäme dich. Ich gebe es zu, lieber Mann, es ist Torheit. Allein, es dürfte unserem Kinde in der Adventszeit begegnen, was wolle, man würde immer, ja bloß der Gedanke daran könnte, wenn etwa Riekchen unpässlich würde, das Übel verschlimmern. Und wenn ich auch nicht an Gespenster glaube, und wenn auch Friederike darüber lacht, möchten wir doch zum Beispiel nicht nachts in der Kirche herumgehen. Der Mensch ist nun so. Verschiebe die förmliche Verlobung bis nach der fatalen Zeit. Nach Advent haben die jungen Leute noch 100 Jahre Muße, sich einander zu sehen, Verlobung und Hochzeit zu machen. Warum denn eben jetzt geeilt? Was schadet ein Verzug von wenigen Wochen? Und Friederike schieden ebenso wie sonst, wenn sie etwa in eine Gesellschaft oder eher zur Parade ging. Nur erinnerte sie ihn noch, dass er nicht zu ihrem Geburtsfest fehlen müsse, am 10. November. Auch hatte ich das Vergnügen, meinen Freund auf jener Reise einige Tage bei mir zu sehen. Er freute sich seiner Beförderung, zweifelte aber, wie er aus den Worten seines Generals schließen konnte, dass er mit der Kompanie noch lange zu Herbesheim bleiben würde. Das sagte er auch ganz unbefangen bei seiner Rückkehr im Hause Bantes. Man bedauerte, ihn wieder verlieren zu müssen. Doch, setzte der Alte hinzu, lassen wir uns keine grauen Haare darum wachsen. Spät oder früh schickt uns alle der droben in andere Besatzung. Hier auf dem Erdbällchen sitzen wir einander, ob in dieser oder jener Stadt, immer nahe genug, oft einander nur allzu nahe. Die verdammten Engländer und dergleichen sitzen meiner Fabrik zum Beispiel gerade auf dem Nacken. So versteht sich, Friederikens Geburtstag ward in gewohnter Ordnung und Feierlichkeit begangen. Waldrich hatte ihr aus der Residenz eine neue Harfe, ein zierliches Meisterwerk und ausgesuchte Musikalien mitgebracht. Beides überreichte er ihr, als die Reihe an ihn kam. Ein breites, rosenfarbenes Seidenband flatterte um das glänzende Saitenspiel. Vater Bantes war hochselig. Er ging stillvergnügt und rasch umher im Speisesaal und rieb sich so heimlich lächelnd die Hände, dass Frau Bantes, die ihm verwundert mit den Augen folgte, sich nicht enthalten konnte, dem Kommandanten leise zuzuflüstern, »Der Papa hat für uns noch eine artige Überraschung im Hintergrunde.« In der Tat, die kluge Matrone irrte nicht. Man setzte sich, nach vollendeten Glückwünschen und Angebinden, zum Tische. Als Friederike, wie die anderen, ihre Serviette vom Teller hob, fand sie auf diesem ein kostbares Halsband von orientalischen Perlen, einen prächtigen Brillantring und einen an sie gerichteten Brief. Das Fräulein erstaunte freudig und hob die glänzende Schnur und den blitzenden Ring mit mädchenhaftem Wohlgefallen. Herr Bantes sah sie mit freudefunkelnden Augen an und weidete sich an ihrer und aller Anwesenden Überraschung. Ring und Perlenband gingen darauf an der Tafel umher auf dem Teller, dass jeder die Pracht bequemer schauen könne. Friederike hatte inzwischen den Brief erbrochen und las ihn. Ihre Gesichtszüge verrieten noch mehr Erstaunen, als sie schon vorher bei dem Geschenk geäußert hatte. Herr Bantes schwamm in Seligkeit. Die Mama studierte mit einer ängstlichen Neugier die gespannten Gesichtszüge der Tochter. Er behauptete, die Welt bestehe lediglich durch das Gleichgewicht ihrer Soliditäten, sonst wäre sie schon vor Jahrtausenden zusammengefallen, und eben darum stellte er das Gleichgewicht des gegenseitigen Vermögens als wesentlichen Grundsatz einer ehelichen Verbindung auf. Sowohl Frau Bantes als Friederike hatten dies bisher vollkommen billig gefunden. Nun aber war Friederike bald volle 20 Jahre alt. Der Alte bedachte, dass er seine Gattin bekommen, da sie noch weit jünger gewesen, und er dachte ernster an die Verheiratung seiner Tochter. Frau Bantes hatte eingestimmt und Friederike es ebenfalls ganz billig gefunden. Eine junge 20-jährige Frau, der Ausdruck lässt sich hören, es ist etwas Zartes darin.
Allein ein junges 20-jähriges Mädchen, man kann dies kaum sagen, ohne in Gedanken zu fragen, wie lange will denn das jung bleiben? Herr Bantes fühlte dies sehr gut und traf danach seine Anstalten. Ende von Kapitel 5, gelesen von Hokus Pokus. Kapitel 6 von Der tote Gast von Heinrich Zschokke. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Der Geburtstag. Im Hause des Herrn Bantes pflegten viele Familienfeste gefeiert zu werden, und zwar nur von und in der Familie. Bloß am Hochzeitstagesfeste des Herrn und der Frau wurden Fremde aus der Stadt eingeladen. Auch der alte Buchhalter, der Fabrikaufseher und Kassierer, welche die Ehre genossen, am Tische des Herrn Bantes zu speisen, waren der Familie zugezählt, und die Geburtstagsfeste derselben wurden förmlich begangen. Kein Wunder also, dass das Jahresfest unseres Oberleutnants stattlich gefeiert werden musste. An einem solchen Tage durfte, so war es Gesetz, keine Seele im Hause dem Gefeierten eine böse Miene machen, keiner ihm eine billige Bitte abschlagen. Jeder musste ihm ein Geschenk bringen, es mochte groß oder klein sein. An diesem Tage des Mittags war die Mahlzeit reicher und ausgewählter. Nur an diesem Tage speiste man von Silber, brannte des Abends silberne Kerzenstöcke, und der Gefeierte saß am Tische auf der Ehrenstelle, das heißt, an dem gewöhnlichen Platze des Hausvaters. Die Geschenke und Angebinde wurden jedes Mal überreicht, ehe man sich zum Mittagessen niedersetzte. Dem Gefeierten wurden Gesundheiten mit gefüllten Gläsern zugebracht. Nach aufgehobener Tafel empfing er von jedem der Anwesenden Umarmung und Kuss. Herr Bantes hatte die löbliche Sitte noch aus dem elterlichen Hause herübergehälften und gibt jedem einen Bissen. Sagt, wohl bekomm's. Nein, Herr Bantes, Ihr Georg irrte, wenn er irrte, wahrscheinlich wie mehrere tausend anderer deutscher Männer und wie zum Beispiel ich selbst. Auch ich machte den Kriegsgang für die Befreiung Deutschlands mit und ließ alles im Stich. Unsere Armeen, Sie wissen es, waren aufgerieben. Das Volk musste aufstehen und sich selbst helfen, weil die Armeen nicht mehr helfen konnten. Da musste man nicht rechnen und fragen, sondern zuschlagen, Gut und Blut daran setzen und die Ehre der Nation, den Thron unserer Monarchen retten. Das haben wir getan. Jetzt wollen wir das Heil erwarten. Unsere besser gesinnten Staatsmänner können auch nicht zaubern und das verlorene Paradies durch ein Taschenspielerstück sogleich wieder verjüngen. Ich wenigstens bereue meinen Schritt noch nicht. Allen Respekt, sagte Herr Bantes mit tiefem Verbeugen. Allen Respekt, Herr Kommandant, für Ihre Ausnahme von der Regel. Dünkt mich übrigens spaßhaft oder ernsthaft, dass wir Bürger, Bauern, Kaufleute und Fabrikanten 20 Jahre lang unser Geld hergeben müssen, um im Frieden eine Armee von einigen hunderttausend müßigen Beschirmern des Thrones zu ernähren, zu kleiden in Samt, Seide und Gold, und dass wir anderen dann im 21. Jahr, wenn die Beschirmer des Thrones zusammengehauen sind, selbst aufstehen und das Rad wieder ins Gleis bringen müssen und dergleichen. In solchen Gesprächen war man schon beim ersten Mittagsmahl vertraulicher untereinander. Herr Bantes selbst gab dazu den Ton, denn er war ein Mann und setzte einen Wert darauf, es zu sein, kein Blatt vors Maul zu nehmen, wie er sich gern auszudrücken pflegte. Dem Kommandanten war sein Inkognito zuweilen ganz behaglich dabei, doch wünschte er sehr, es zu beenden. Ende von Kapitel 2, gelesen von Hokus Pokus. Kapitel 3 von Der tote Gast von Heinrich Zschokke. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Entdeckung. Es war aber schon geendet, ehe er es wusste. Frau Bantes, eine stille, fein beobachtende Frau, die wenig sprach, viel sann, hatte am Tische, sobald sie Waldrichs Stimme hörte, sich seiner Knabenzüge erinnert, sie mit diesen männlichen verglichen und ihn erkannt.
seine sichtbare Verlegenheit, als die Rede auf den Windbeutel Georg gekommen war, konnte, was sie vermutete, nur bestätigen. Dennoch sagte sie, »Sie werden machen, dass ich Ihnen zeitlebens böse werde.« »Und wollen Sie meinen Tod, wenn Sie mich zwingen, Ihr Hochzeitsgast zu sein?« »Sie sollen nie zu meiner Hochzeit eingeladen werden. Wer hat Ihnen gesagt, dass ich mein Ja-Wort schon gegeben?« »Sie dürfen es nicht verweigern.« »Und, ach Gott, ich kann es doch nicht geben«, schluchzte das Fräulein und verhüllte ihr Gesicht. Auch Waldrich ward von seinem geheimen Schmerz übermannt. Dies war das erste Mal, dass beide unter sich diesen Gegenstand berührten, obgleich er ihnen nie aus dem Sinn gekommen war. Am letzten Geburtstage, als beide zum ersten Mal von der Gewissheit oder Möglichkeit erschreckt wurden, sich in Zukunft nicht mehr sein zu können, was sie bisher in unbefangener Fortsetzung jugendlicher Zusammengewöhnung gewesen waren, hatten sie zum ersten Mal in sich erkannt, mit welcher Liebe sie aneinander hingen. Beide betrachteten sich seit jenen drei verräterischen Festtagsküssen mit ganz anderen Augen. Beide verstanden sich, wussten, dass sie liebten und geliebt wurden, ohne es einander mit Worten zu sagen. In beiden war plötzlich das ruhige, alles verschönernde Licht der Freundschaft zur Flamme geworden. Beide wollten diese voreinander verbergen und erhöhten damit nur die innere Macht derselben. Nach einer Weile trat Waldrich wieder zu ihr und sagte in treuherzigem Tone, »Riekchen, dürfen wir noch miteinander bleiben, wie es bisher war?« »Waldrich, können wir denn gegeneinander anders werden als bisher?« »Können? Ich? Das ist unmöglich. Ach, ich wusste selbst nicht, Riekchen, was mein Glück gewesen. Und nun ich dich verliere, weiß ich erst, dass ich verloren bin.« »Verloren, Georg? Sage mir das nicht und mache mich nicht unglücklich. Es ist ein entsetzliches Wort, das. Nenn es nicht wieder. Aber wenn er kommt, dann wird Gott sorgen. Da, nimm meine Hand, Georg. 10.000-mal lieber verlob ich mich dem toten Gaste. Aber du sagst das weder dem Papa noch der Mama. Ich will es ihnen sagen, wenn es Zeit ist. Nimm auf dieses Wort meine Hand und sei ruhig für mich.« Er nahm ihre Hand und bedeckte sie mit heißen Küssen. »Es ist ein Lebenswort, Fräulein«, sagte Waldrich. »Ich durfte es kaum erwarten. Aber ich nehme es von Ihnen. Brechen Sie es, so brechen Sie mein Leben.« »Und sind Sie nun wieder froh und glücklich?« »Ach, ich war's noch nie so wie...« »Sie möge fromm, gut und häuslich sein«, sagte Frau Bantes, indem sie mit dem Glase anstieß. »Mama, wie Sie«, antwortete der Hauptmann. »Und die Liebenswürdigkeit unter Monde«, sagte Friederike anklingend. »Fräulein, wie Sie«, antwortete er dankend. Friederike schüttelte den Kopf und drohte halb böse, halb schalkhaft lächelnd mit dem Finger zu ihm herüber. »Man muss sich heute von dem Geburtstagsprinzen viel gefallen lassen. Das zu anderen Zeiten mit...« Sie machte mit der Hand ein Zeichen, wie man unartigen Kindern Strafe gibt, vergolten wird. Buchhalter, Kassierer, Fabrikaufseher und Schreiber machten bei dieser sonderbaren Tischszene ihre unschuldigen Bemerkungen. Erst das kecke Anerbieten, das Herr Bantes dem Hauptmann getan hatte, ihm alles zu gewähren, was er bitten würde, ein Anerbieten, das Waldrich so übel verstand, dann die ausgebrachte Gesundheit zu Ehren der künftigen Frau Hauptmännin. Wahrlich, der Günstling des Glückes musste blind sein, dass er nicht begriff, was ihm Papa Bantes begreiflich machen wollte. »Und ich glaube doch«, sagte der Fabrikaufseher leise zum Kassierer, als man vom Tische aufstand, »die Sache ist heute richtig gemacht. Was meinst du? Es gibt ein Paar.« Der Kassierer erwiderte ebenso leise, »Mir graut's. Ich denke an den toten Gast. Ich kann nicht anders.« Die Formalität des Geburtstagskusses begann. Man ging rings um den Tisch, sich, gesegnete Mahlzeit wünschend, einander entgegen. Waldrich empfing von jedem Umarmung und Kuss. Er traf auf Fräulein Bantes.
Unbefangen höflich näherten sie sich einander und gaben sich einander den Kuss. Aber indem sie ihn gegeben hatten, sahen sie einander auf sonderbare Weise in die Augen, wie Personen, die sich ganz unerwartet als alte Freunde erkannt hätten. Beide schwiegen, sahen Aug in Auge, wie in den Herzensgrund, und neigten sich noch einmal mit den Lippen zusammen und wiederholten den Kuss, als wenn der erste gar nicht gegolten hätte. Ich weiß nicht, ob das jemand bemerkt hatte, aber das weiß ich, Mama Bantes senkte bescheiden ihre Augen nieder auf den Brillantring an ihrem Finger, und Waldrich ließ sich nach diesem vom Kassierer und Buchhalter und so weiter küssen. Er fühlte keinen anderen Kuss mehr, verlangte keinen zweiten mehr, sondern ließ den ersten jedes Mal gelten. In der Tat aber sah er aus, als wäre ihm die breite Brust zu eng geworden, und Fräulein Bantes ging ebenfalls mit einer Miene zum Fenster hin, als wäre ihr etwas angetan, bei mir zu sehen. Er freute sich seiner Beförderung, zweifelte aber, wie er aus den Worten seines Generals schließen konnte, dass er mit der Kompanie noch lange zu Herbesheim bleiben würde. Das sagte er auch ganz unbefangen bei seiner Rückkehr im Hause Bantes. Man bedauerte, ihn wieder verlieren zu müssen. Doch, setzte der Alte hinzu, lassen wir uns keine grauen Haare darum wachsen. Spät oder früh schickt uns alle der droben in andere Besatzung. Hier auf dem Erdbällchen sitzen wir einander, ob in dieser oder jener Stadt, immer nahe genug, oft einander nur allzu nahe. Die verdammten Engländer und dergleichen sitzen meiner Fabrik zum Beispiel gerade auf dem Nacken. So versteht sich, Friederikens Geburtstag ward in gewohnter Ordnung und Feierlichkeit begangen. Waldrich hatte ihr aus der Residenz eine neue Harfe, ein zierliches Meisterwerk und ausgesuchte Musikalien mitgebracht. Beides überreichte er ihr, als die Reihe an ihn kam. Ein breites, rosenfarbenes Seidenband flatterte um das glänzende Saitenspiel. Vater Bantes war hochselig. Er ging stillvergnügt und rasch umher im Speisesaal und rieb sich so heimlich lächelnd die Hände, dass Frau Bantes, die ihm verwundert mit den Augen folgte, sich nicht enthalten konnte, dem Kommandanten leise zuzuflüstern, »Der Papa hat für uns noch eine artige Überraschung im Hintergrunde.« In der Tat, die kluge Matrone irrte nicht. Man setzte sich, nach vollendeten Glückwünschen und Angebinden, zum Tische. Als Friederike, wie die anderen, ihre Serviette vom Teller hob, fand sie auf diesem ein kostbares Halsband von orientalischen Perlen, einen prächtigen Brillantring und einen an sie gerichteten Brief. Das Fräulein erstaunte freudig und hob die glänzende Schnur und den blitzenden Ring mit mädchenhaftem Wohlgefallen. Herr Bantes sah sie mit freudefunkelnden Augen an und weidete sich an ihrer und aller Anwesenden Überraschung. Ring und Perlenband gingen darauf an der Tafel umher auf dem Teller, dass jeder die Pracht bequemer schauen könne. Friederike hatte inzwischen den Brief erbrochen und las ihn. Ihre Gesichtszüge verrieten noch mehr Erstaunen, als sie schon vorher bei dem Geschenk geäußert hatte. Herr Bantes schwamm in Seligkeit. Die Mama studierte mit einer ängstlichen Neugier die gespannten Gesichtszüge der Tochter. Friederike schwieg lange, indem sie sinnig das Blatt betrachtete. Endlich legte sie es nieder. »Lass auch den Brief herumgehen«, rief der entzückte Vater. Sie gab den Brief verlegen und stumm an die neben ihr sitzende Mutter. »Besser gesinnten Staatsmänner können auch nicht zaubern und das verlorene Paradies durch ein Taschenspielerstück sogleich wieder verjüngen. Ich wenigstens bereue meinen Schritt noch nicht.« »Allen Respekt«, sagte Herr Bantes mit tiefem Verbeugen. »Allen Respekt, Herr Kommandant, für Ihre Ausnahme von der Regel. Dünkt mich übrigens spaßhaft oder ernsthaft, dass wir Bürger, Bauern, Kaufleute und Fabrikanten 20 Jahre lang unser Geld hergeben müssen, um im Frieden eine Armee von einigen hunderttausend müßigen Beschirmern des Thrones zu ernähren, zu kleiden in Samt, Seide und Gold, und dass wir anderen dann im 21. Jahr, wenn die Beschirmer des Thrones zusammengehauen sind,
selbst aufstehen und das Rad wieder ins Gleis bringen müssen und dergleichen. In solchen Gesprächen war man schon beim ersten Mittagsmahl vertraulicher untereinander. Herr Bantes selbst gab dazu den Ton, denn er war ein Mann und setzte einen Wert darauf, es zu sein, kein Blatt vors Maul zu nehmen, wie er sich gern auszudrücken pflegte. Dem Kommandanten war sein Inkognito zuweilen ganz behaglich dabei, doch wünschte er sehr, es zu beenden. Ende von Kapitel 2, gelesen von Hokus Pokus. Kapitel 3 von Der tote Gast von Heinrich Zschokke. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Entdeckung. Es war aber schon geendet, ehe er es wusste. Frau Bantes, eine stille, fein beobachtende Frau, die wenig sprach, viel sann, hatte am Tische, sobald sie Waldrichs Stimme hörte, sich seiner Knabenzüge erinnert, sie mit diesen männlichen verglichen und ihn erkannt. Seine sichtbare Verlegenheit, als die Rede auf den Windbeutel Georg gekommen war, konnte, was sie vermutete, nur bestätigen. Dennoch sagte sie weder den anderen noch ihm ein Wort von ihrer Entdeckung. So pflegte sie immer zu tun. Keine Frau hatte so wenig die frauenhafte Art, ihre Gedanken auf der Zunge zu tragen, als sie. Alles ließ sie gehen und reden, wie man gehen und reden wollte. Sie hörte, verglich und zog daraus ihre Folgerungen. Daher wusste sie immer mehr als die übrigen im Hause und leitete unvermerkt alle Geschäfte und Unternehmungen ohne viele Worte. Selbst der lebhafte, feurige Geist ihres Mannes, der ihr am wenigsten gehorchen wollte, gehorchte ihr, ohne es zu ahnen, am meisten. Dass sich Waldrich nicht entdeckte, war ihr etwas